Dann die Aufzeichnung via Telegram und Zoom hatten wir. Starten. Jawohl. Ich habe Audio eingeschaltet. Wir sind per Audio live. Video ist eingeschaltet. Da sehen die Leute nur mich. Ich hoffe, die Verbindung klappt. Ich sage herzlich willkommen an sämtliche Leute. Ich habe jetzt ein bisschen den Überblick verloren in Zoom, in Telegram, in sonst was. Herzlich willkommen, Katharina. Es freut mich ganz besonders, dass wir zwei mal wieder live gehen und uns unterhalten auch. Weil ich weiß um unser Potenzial, wenn wir drauf sind, wie wir abgehen können, ja, wie wir uns gegenseitig ja, befruchten. Ja. Wir wollen heute, das haben wir gesagt, uns an den deutschen Geist wenden, in den Menschen. Das sehr spontan, eher spirituell, in den Bildern und uns gegenseitig zuhörend und dann weiterdenkend. Ich freue mich darauf. Ich habe gestern das Gespräch mit dem Michael gehört. Ihr wart sehr, sehr gut drauf. Am liebsten hätte ich mitgebabbelt. Ihr habt da geredet über die Pendel. Ich hätte jetzt auch Umkehrpunkte oder Zyklik dazu sagen können oder aus dem Börsengeschehen, die Turnaround-Aktien, also die Sachen, die du dir kaufst, wenn sie ganz unten kaum noch Wert haben. Weil dann der Kurs oft steigt, weil das vor der Trendwende ist, weil dahinter scheinbar eine Energienwelt ist, die sich in der Materie ausdrückt. Und ich musste denken, an ein Erlebnis, was ich gerade vor ein paar Tagen hatte, Katharina. Ich bin aus Ungarn kommend nach Deutschland eingereist und habe mich eine Woche über nichts geärgert. Nicht, weil ich im Urlaub war, sondern weil die Trecker draußen, also die Attraktoren, die waren nicht da. Und ich komme nach Deutschland rein, 520 Kilometer gefahren, alles schön, ging sehr sauber. Kommst nach Deutschland rein und man springt dir mit dem Arsch ins Gesicht. Stau, nach hinten verlegte Kontrollstellen, Zöllner, die ins Leere starren, in den Stau herein mit der MP und wo du dann ohne den Sinn zu begreifen, einfach nur behindert wirst. Und dann war ich auf einem deutschen Parkplatz. Und das war das, wo ich eben bei den Umkehrpunkten dran denken musste. An einem deutschen Parkplatz. Es war alles komplett verdreckt. Überall lagen Plastikbotteln rum. Über die Sanitärhäuser reden wir erst gar nicht. Und so empfängt dich dieses Land dann, wenn du jetzt reinkommst. Und ich habe mich gefragt, sind wir am unteren Umkehrpunkt am Ende? Und die Frage würde ich jetzt mal, das wäre so das, was ich dir jetzt so als Anstoß erstmal rübergebe. Es ist ein ekliges Bild, aber es ist momentan die Realität. Ist das Pendel? Ich rede oft gerne auch von den Gärzeiten. Haben wir jetzt 80 Jahre Gärzeit gehabt und nun platzt das Gärfass? Ist das Pendel am äußersten Ende und schwingt nun zurück oder geht noch mehr? Ist der deutsche Geist tot? Ist er unausrottbar? Ja, das wären so die Eingangsfragen, die ich jetzt an dich rübergeben würde, erst einmal. Ja, also schön, Frank, dass es jetzt mal geklappt hat mit uns beiden. Ich habe mir das ja gewünscht, und zwar habe ich es mir gewünscht, dass wir jetzt nicht wie in unseren Dreierrunden so eins und eins und die Punkte verbinden und alles so doch mit dem Geist, mit dem Verstand analysieren, sondern dass wir mehr uns in ein Feld hinausdehnen, hinübergreifen in die Anderwelt, die du ja auch sehr, du hast es beschrieben in deinem Vortrag in Bad Hersfeld. Und ich weiß, dass wir es schon ein paar Mal gemacht haben. Ich weiß auch, dass man es nicht erzwingen kann, dass es wenn dann ein Geschenk ist. Ich habe gestern eine Online-Konferenzgespräch gehabt und bezeichnet, und ich wusste nicht, worüber der Herr mit mir reden wollte. Das erscheint erst im September. Und er hat mir ein Bild von der Germania gezeigt. Ich habe dir das Bild geschickt und wollte mit mir über die deutsche Seele reden. Ich hatte eure Sendung gehört, die vom Charles Fleischhacker und dir. Und es ging mir wie dir mit Michael und mir. Ich wollte nämlich auch am liebsten mitreden, weil ihr sehr stark, also der Charles Fleischhacker schaut sehr stark aus der Sicht des Historikers drauf. Also sprich, Fleischhauer, sagt Fleischhauer.
Entschuldigung, oh Gott, das Ja, passiert. Ich muss, ich okay, weiß. hauer. Er hackt nicht, er haut. Nein, Hauen ist aber auch nicht schöner als hacken. Also, okay, gleich hauen. Also, sorry, Charles, falls du das hörst. Also, das ist jetzt wirklich nicht doof gemeint. Gut, also, das heißt, ich habe mir das angehört und habe gemerkt, ja, das macht erst immer alles im Nachhinein Sinn. Und dann ist es noch nicht mal die Frage, weil es ist ja auch die Frage, entsteht es, ist es geplant oder ist es eine natürliche Zyklik oder ist es etwas, was designt ist? Ist es eine designte Welt oder ist es eine natürlich gewachsene? Da sind wir bei den wesentlichen Fragen schon. Und die Sendung, die du jetzt angesprochen hast, die habe ich heute um 11 Vormittag ganz spontan. Der Michael hat gesagt, hast du Lust, eine Sendung zu machen? Ich habe gesagt, ja. Und es gab kein Thema. Und wir sind einfach nur im Flow gewesen. Und ich fand es eine wunderbare Einstimmung zu dem, was wir heute machen. Weil diese Zyklik, von der du redest, das kann ja nur da sein, wo etwas natürlich ist, da, wo es kreiert ist, wo es eine künstliche Kreation ist. Da hast du keine Zyklen. Ich habe das in der Sendung mit Michael auch, haben wir das sehr genau rausgehauen. Und es ist etwas, dieses Rübergreifen in die andere Welt, das ist etwas, das passiert, es trägt dich oder in dem Maße, wie wir beide getragen werden und gleichzeitig uns gegenseitig tragen und auch das Publikum, was tatsächlich schon da ist und was noch dazu kommt, das Jetzige, das Vergangene, das Spätere, da wären wir bei den Ahnen, haha, das ist aber dann kein Publikum. Die tragen uns auch, also die anderen tragen uns. Wir sind getragen, alleine schon das Thema wird uns tragen. Und ich wünsche mir aber jetzt Folgendes, dass wir uns an jeden Einzelnen hier wenden und die deutsche Seele in jedem Einzelnen von denjenigen, die uns zuhören und zuschauen, dass wir die jeweilige deutsche Seele im Einzelnen adressieren, im Wissen, dass es nicht alles Deutsche sind, und das ist ganz wichtig hier zu betonen, ob es nun Österreicher oder Schweizer sind, oder ob es Franzosen oder Engländer sind, oder sogar Amerikaner. Du hast diesen teutonischen, germanischen, vielleicht auch keltischen Ursprung, wie auch immer du es nennen willst. Also wir reden im Grunde genommen von einer Wurzel, von etwas, was in uns allen im Kern vorhanden ist, verschieden ausgeprägt, verschieden intensiv, manchmal nur eine Ahnung und manchmal eklatant offenliegend. Aber ich würde mal sagen, wenden wir uns in dieser Sendung an die deutsche Seele in jedem Einzelnen. Was hältst du davon? Das ist wunderschön. Gute Idee. Lass es uns aktivieren, lass es uns anreißen, lass uns Impulse dafür geben. Du hast eben schon einen bei mir gegeben. Du willst in die Anderswelt rübergreifen und hast von Ahnen gesprochen. Die Ahnen sind oft tot, sind schon in der Anderswelt, sind schon im Jenseits, sind unsere Verbindung in die Energien, sind unsere Verbindung in die Energienwelt herein. Und ich habe in den letzten Tagen im Forum bei mir gerade festgestellt, dass immer wieder die Ahnen jetzt eine Rolle spielen. Sie werden ausgegraben, sozusagen. Ja. Sie kriegen wieder eine Bühne. Sie werden zum ersten Mal wieder auf die Bühne geholt. Diese ganzen verdrängten Einzelschicksale, die jetzt dann im Austausch zum ersten Mal ein Licht bekommen, an die Öffentlichkeit kommen und die Leute sich drüber unterhalten. Mir schwant beinahe, als würde zum ersten Mal tatsächlich sowas wie eine Aufarbeitung jetzt stattfinden und beginnen. Und mir rieselt so auf den Rücken runter, währenddessen wir jetzt reden. Das zeigt mir, dass hier alles klappt. Währenddessen man uns Jahrzehnte gesagt hat, wir müssten aufarbeiten und es wurde dann zu einem Schuldding. Aber da möchte ich jetzt nicht reingehen. Ich möchte mit dir auf der Signallinie bleiben. Und wir haben vielleicht den Startschuss, Katharine, wie wir es auch damals schon gesagt haben, an der A gehabt. Da hast du ja auch immer wieder gesagt, diese Wassermassen, auch dann eher als Mond, weibliches Element, die das Verscharrte nach oben bringen. Und genau so, wenn Leute sterben, sagen wir ja, sie begegnen uns in den Träumen oft, sie besuchen uns ganz oft in den Träumen. Sie kommen da auf die Bühne. Und so erscheint mir das jetzt hier auch in den Foren zu sein, dass diese ganzen vielen kleinen verdrängten Geschichten, die ja auch Traumata bei uns zurückgelassen haben, bei uns allen Menschen, die kommen jetzt hoch und die werden miteinander ausgetauscht. Das ist wie eine kollektive Familienaufstellung, die wir jetzt hier erleben dürfen.
Ja, das wäre mein Impuls erstmal in diese Anderswelt rein, die Ahnen, ja, die jetzt hochkommen. Geschichte ist ja Schichten, die aufeinander folgen. Und wenn du sagst, wir wurden angehalten, aufzuarbeiten in Wirklichkeit, was da passiert ist in diesen Jahren meiner Kindheit. Ich bin 61 geboren. Das ist genau Nachkriegszeit, wo das dann, da hat man genau das Umgekehrte gemacht. Man hat Schicht für Schicht immer wieder eine Decke drüber gelegt. Es ist das Gegenteil von einer Aufarbeitung. Es ist eine Decke drüber. Oder man könnte es natürlich auch die Pfropfung nennen. Also das ursprüngliche Abschneiden und mit etwas anderes verkleben. Ich habe meinen letzten Blick gegenüber verkleben, Synapsen, die verklebt sind, auch Erinnerungen, die verklebt sind. Es wird alles unten gehalten. So, bevor wir in die, du hast als ersten Satz die Aufarbeitung. Ich möchte aber, dass wir hier uns bewusst sind, was ist die Reihenfolge? Als erstes, darüber habe ich übrigens auch heute mit Michael gesprochen. Als erstes hast du das Gefühl, das ist ich gehört. Sehr gut, ja. Schön, freut mich. Als erstes hast du das Gefühl, das Bauchgefühl, den Instinkt, das ist das, was sich als erstes meistens regt. Das ist also ein Gefühl. Wenn wir von den Ahnen reden, dann liegt da ja schon das Wort drin, eine Ahnung. Erstmal ist es nur eine Ahnung. Wir bekommen nur ein waberndes, da war doch irgendwas, irgend so ein Zipfel, dem wir gar nicht greifen können, der sich nur irgendwie so vielleicht im toten Winkel anbahnt. Oder eben von unten herauf, das meintest du mit dem Bild vom Ahrtal, das hat was von diesem Bauchgefühl, von diesem Mondthema Bauch. Unten, also das ist auch dieses Emotionale, der Emotionalkörper, vielleicht ein Gefühl, vielleicht auch eine Angst. Wir dürfen nicht vergessen, dass auch die Angst mit einer Ahnung zu tun hat. Mit etwas, was sich aus die Leichen, die von unten aus dem Untergrund nach oben und ein bisschen wieder nach uns greifen. Das Erste, was es auslösen wird, ist diese Angst, dieser Albtraum, ne, diese Nightmare, also das, all das, der Schrecken. Das wird als Erstes kommen. Aber es ist wichtig, als Erstes überhaupt eine Verbindung wiederherzustellen. Denn was passiert ist in den Nachkriegsjahren, ist das, oder der Michael nannte 1870, nannte er. Wir können natürlich auch mit Anfang des Jahrhunderts, Ersten Weltkrieg, Zweiten Weltkrieg und dann die Nachkriegsjahre, da wurde alles zugeschüttet. Bezeichnenderweise die Rheinwiesen. Alles zugeschüttet. So, und dann kommt da eine Hand vielleicht von unten nach oben und löst Schrecken aus. Das ist die Ahnung. Das sind die Ahnen, die nach uns greifen. Und klar wirst du schreiend davonlaufen vielleicht. Wer ein bisschen mehr Mut hat, bleibt vielleicht stehen und schaut sich das an. Da gibt es übrigens eine Tarotkarte, wo die auch alle aus den Gräbern nach oben aufsteigen. Ja, also ich würde mal sagen, das Erste ist diese wieder überhaupt einen Kontakt herstellen. So, auch wenn er noch so unbewusst ist. In der Sendung mit Michael heute ging es sehr viel um den Mond und um das Unbewusste. Und dann erst kommt als zweite Schicht diese Kontaktaufnahme. Und die Kontaktaufnahme bedeutet, dass wir irgendwann einmal das Ganze, und sei es als Hydra vor uns haben, was ja erstmal nur ein Spiegelbild ist, oder wie auch immer, dass wir ein Gegenüber haben, dass wir eine Auseinandersetzung, eine Kommunikation, wie hattest du es vorher genannt? Du hattest das Wort schon drin, Kommunikation, glaube ich, ne? Nee. Dass wir in Interaktion treten mit den Ahnen, dass sie zu uns sprechen. Ja, ich hätte gesagt, sie kommen auf eine Bühne. Wir haben eine kollektive Familienaufstellung. Genau. Und sie kommen auf die Bühne, das heißt, sie werden sichtbar. Mhm. Sie kommen wie beim Art, das ist ja wieder, immer wieder beim Ahrtal. Und dann erst kommt der nächste Schritt ist dann erst die Aufarbeitung, weil dafür brauchen wir den Verstand, dafür brauchen wir die Analyse, die Entschlüsselung. Und natürlich unser göttliches Himmel, die Kuppel, das Göttliche, damit das nicht nur auf der Verstandesebene stattfindet, sondern eine größere Anbindung. Das hatten wir, wenn du dich erinnerst an unsere Sendung, wo wir die Lesungen gemacht haben über die Nachfahren der Rheinwiesen. Ja. Es war eindeutig, da war eine Verbindung zu diesen Ahnen. Das war nicht mehr nur geahnt. Die waren, wie du sagst, sie waren sichtbar, sie waren auf der Bühne, sie hatten auch Namen, sie hatten sogar Stimmen. Wir haben von der Nancy Schnipsel gehört, wo jemand redet. Ich habe mir lange angehört, lange Sendungen, wo jemand über diese Erinnerungen spricht. Ein ganz alter Mann, erinnerst du dich? Der hatte also eine Stimme. Sie haben auch ein Bild. Wir haben auch Bilder gesehen. Ich habe Dokus angeschaut. Es gibt nicht viel, aber ein paar. Das heißt also, da kommt es in die Sichtbarkeit. Und dann erst kommt die Aufarbeitung. Ich glaube, wir sind jetzt tatsächlich in diesem letzten Stadium der Aufarbeitung,
wo die Seelen dann auch schon als nächstes ruhen können und wo es erlöst ist, das Thema. Ich denke, da sind wir kurz davor und da hat der William natürlich einen wesentlichen Anteil an dem Ganzen. Das darf man einfach nicht vergessen, weil ich meine, er hat das Thema Bletchley Park und auch Rheinwiesen hat er erst einmal überhaupt ein Bewusstsein dafür geschaffen. Ja, habe ich jetzt irgendwie überhaupt... Also ich habe dafür immer das... Was wolltest du sagen? Habe ich jetzt irgendwie deine Frage beantwortet? Ja, wir kommen doch gut rein. Ich habe dafür immer dieses Bild von der Betondecke. Du hast vorhin schon gesagt, Natur gegen künstlich. Natürlich ist, dass die Objekte, die auf der Welt oder auf der Erde sind, dass die eine Bodenverbindung haben und in den Boden hereinreichen über ihre Wurzeln. Künstlich ist dann immer, wenn du mit Zement arbeitest. Und ich habe, wenn ich das jetzt in so einem Raumzeitgefühl gesehen wollte, dieses Deutschsein oder unsere Verbindung, habe ich immer das Bild von der Betondecke, wo man uns abgeschnitten hat, wo wir nicht mehr rein oder runtergreifen können. Ja. Und da erlebe ich momentan tatsächlich auch einen Prozess, dass das ganz langsam immer weiter stärker wird, hochkommt, währenddessen im Außen die Zustände immer untragbarer, unhaltbarer werden und eigentlich nur noch für diejenigen unsichtbar bleiben, die hier ständig innerhalb dieses Kunstgefüges leben und wie so der berühmte Frosch mit dem Wassertopf gar nicht mehr bemerken, was hier passiert. Und da rate ich jedem wirklich auch, geh mal ins Ausland, nimm mal ganz andere Energien auf und komme zurück. Es ist wirklich, ich habe wirklich diesen Ausdruck geprägt, als würde man dir mit dem Arsch ins Gesicht springen. Ich glaube, die Ahnen bekommen jetzt ihren Platz, die dürfen jetzt sein. Wir haben sie Jahrzehnte erfolgreich verdrängt oder eben auch nicht, so wie man das mit Krankheiten tut, mit Ungewünschten. Und das ist chronisch, ne? Und so, ich glaube auch so wie ein einzelner Mensch psychische Raster anlegt, von Verdrängung zum Beispiel, und sie dann erst recht hochkommen, das erleben wir momentan als Gemeinschaft gerade wieder. Ja, so viel, viel. Genau, ich wollte dir etwas vorlesen aus dem Forum bei mir, auch nochmal eine Geschichte, einfach zum Wirken lassen, ja, wo jemand geschrieben hat, über diese Erinnerungen, die jetzt ausgetauscht werden. Ich erzähle dir mal. Meine Mutter, damals 8 Jahre, hat immer erzählt, wie sehr sie sich gefreut hat, als es hieß, Vater kommt heim. Als sie ihn dann ihren eigenen Vater wiedersah, hat sie sich aus Schock hinter einer Mülltonne versteckt. So gezeichnet vom Krieg soll er gewesen sein. Sie hatte ihn kaum wiedererkannt. Heute weiß ich, es war nicht der Krieg. Er war einer der wenigen, der die Rheinwiesenlager überlebt hat. Er kam als körperlich und psychisch zerstörter Mann heim. Ich war 7 Jahre alt, als er starb. Meine Eltern hatten hinten im Garten eine Schaukel. Ich kann mich nicht erinnern, dass er jemals mit mir gesprochen hat. Doch ab und zu kam er kurz in den Garten und hat uns Kindern Spielzeug auf die Schaukel gelegt, wenn er was auf seinen Spaziergängen gefunden hatte. Einmal habe ich gesehen, wie er kurz in den Garten huschte und mir ein kleines rotes Auto auf die Schaukel legte. Dieser Moment hat sich unauslöschlich in meiner Erinnerung eingebrannt. Erst durch Herrn Tohl wurde mir klar, was wirklich damals passierte. Da sind wir mittendrin. Auch in diesen Momenten, die man nicht steuern kann, ne? Der Moment, wo er ein rotes Spielzeug auf die Schaukel legt, so unbeholfen, er kann nicht reden, aber er will seine Liebe wahrscheinlich irgendwie ausdrücken. Und das sind diese ganzen Traumaraster, die jetzt endlich nach oben kommen und wo wir, das ist eine große Gnade, dafür sorgen dürfen, dass die ausgetauscht werden. Weißt du? Das erinnert mich an das Bild von Wer die Nachtigall stört, was ja ein berühmter Roman ist, der natürlich auch verfilmt wurde mit dem Gregory Peck, was ja eine sehr schöne Verfilmung war. Und da hast du diesen, zurückgebliebenen oder wie auch immer Nachbar, der mit den Kindern auch nicht direkt kommunizieren kann und der ihnen in einen Baumast immer irgendetwas Geschenke hineinlegt. Also eine indirekte Kommunikation, wie wir es ja auch dann haben, wenn sich eben die Seele ultimativ zurückzieht bei autistischen Menschen. Da hast du das ja, dass die nur über etwas kommunizieren können. Ne? Oh. Schöne Geschichte. Ja. Also ich meine nicht schön, natürlich nicht schön. Alles andere ist schön, aber es liegt eine Gnade, auch im größten Unglück liegt irgendwo ein Geschenk. Vielleicht ist das ja auch diese Symbolik von den Geschenken, die auf der Schaukel
zurückgelassen werden oder eben im Baumast. Wow. Dass selbst im größten Drama liegt etwas, was vielleicht ein Same ist für etwas Zukünftiges, und vielleicht geht es nicht direkt. Vielleicht braucht es dazwischen, so wie es ja auch zwischen den Inkarnationen anscheinend Jahre braucht, damit sich etwas wieder beruhigt kann. Oder nach einem Waldbrand braucht es auch, dass der Boden sich wieder beruhigt und wieder dann etwas Neues daraus entstehen kann. Ja. Und da an dem Punkt sind wir. Es entsteht die deutsche Seele, die wacht wieder auf, wenn auch nur im Keim erstmal. Wir hatten es ja auch mit Schiller und mit Nietzsche. Ich hatte mit Hans-Peter von Lichtenstein, habe ich über Schiller und Nietzsche auch gesprochen. Das kommt alles wieder. Der deutsche Geist ist nicht nur in Goethe, also im Gegenteil, da ist er vielleicht auch, Goethe ist nicht so ganz eindeutig. Es kommt wieder. Ja, ich möchte nur jetzt leider etwas Organisatorisches sagen. Wir arbeiten ja mit der kostenlosen Zoom-Version. Wir haben jetzt noch 10 Minuten, die Zeit läuft ab. Wir werden dann kurz pausieren, quasi machen wir eine Pipi-Pause wie früher und kommen dann erneut wieder. Ja, nur dass die Leute nicht verunsichert sind. Es kann dann auch 5 Minuten länger dauern, weil das Ganze ja erst gespeichert werden muss, weil wir es natürlich auch offline dann zur Verfügung stellen. Wenn wir 10 Minuten haben, Ich habe einen Text, der jetzt dazu passt, zu diesem Keim, und der passt zur deutschen Seele. Er ist von Rainer Maria Rilke. Oh, geil, ich, ja, mach mal. Ja, über die Geduld. Man muss den Dingen die eigene, stille, ungestörte Entwicklung lassen, die tief von innen kommt und durch nichts gedrängt oder beschleunigt werden kann. Alles ist austragen und dann gebären. Reifen wie der Baum, der seine Säfte nicht drängt und getrost in den Stürmen des Frühlings steht, ohne Angst, dass dahinter kein Sommer kommen könnte. Er kommt doch, aber er kommt nur zu den Geduldigen, die da sind, als ob die Ewigkeit vor ihnen läge, so sorglos, still und weit. Man muss Geduld haben gegen das Ungelöste im Herzen und versuchen, die Fragen selber lieb zu haben. Wie verschlossene Stuben und wie Bücher, die in einer sehr fremden Sprache geschrieben sind. Es handelt sich darum, alles zu leben. Wenn man die Fragen lebt, lebt man vielleicht allmählich, ohne es zu merken, eines fremden Tages in die Antwort hinein. Wow. Wow. Kann es sein, dass, wenn ich das jetzt so direkt erstmal damit konfrontiert, dass die jetzigen Zustände das Wiederauferleben bezeugen, dass man in der tiefsten Nacht einen Beweis für den Tag hat, im Mond einen Nachweis für die Sonne, im Winter, zumindest in unseren Breitengraden, ein Kommen des Sommers weiß, dass alles sich in Kreisen bewegt. Und dass wir dann quasi in einem versauten Parkplatz einen Nachweis dafür haben, dass das Pendel angekommen ist am äußersten Punkt oder ja zumindest und es sich wenden wird. Das nehme ich jetzt so spontan erstmal bei raus. Was hast du dir dazu überlegt? Weißt du, ich glaube, ich komme jetzt tatsächlich nicht umhin, diese komische Zeichnung, die ich heute spontan mit Michael angefertigt habe, hier zu zeigen, weil anders kann ich nicht. Ich hoffe, sie ist überhaupt noch erkenntlich. Also du sprichst ja jetzt immer vom Pendel. Und Pendel, also wenn wir jetzt das hier als den eigentlichen, also hier haben wir die Zyklen, hier haben wir die Baumrinden, hier geht alles im Kreis, aber doch nach oben im Sinne von Zyklen, ja. Sommer, Herbst und Winter, also hier macht, das ist innerhalb dieses Natürlichen, ne? Das ist der natürliche Prozess. Und wir hatten davon gesprochen, dass wir wie in einem Divertikel, da denke ich auch an die Sendung, die da Michael mit dem Carsten Pötter gemacht hat über den Appendix. Und ich hatte das auch schon mal in einem Blick beschrieben, wie in einem Abstellgleis, wie in einer Ausstülpung. Und gehen wir mal davon aus, vielleicht sind wir erst seit 1870 da drin, keine Ahnung. Vielleicht sind wir aber auch seit Galileo und Descartes da drin, weil es wurde uns ja gesagt, dass wir in einer Kugel völlig ohne Anbindung durch das All sausen hier, ne?
Das heißt also, hier bist du angebunden. Hier hast du deine Wurzeln unten, du bist an die Ahnen angebunden. Du weißt, wer du bist. Du bist ein Apfelbaum, ein Birnbaum, ein Frank oder eine Katharine. Hier hast du deine Wurzeln, hier hast du deine Bestimmung. So, und hier bist du einfach losgelöst. Und das nenne ich neurotisch, im Sinne von nekrotisch, im Sinne von der Todesplanet, Gefängnisplanet, Todesplanet. Das ist, was du jetzt meinst mit natürlich. Und ich denke, wenn wir erwarten, und ich habe das habe ich in der Sendung mit Michael ausführlich hier, das könnte man auch als das Monddasein. Schaut euch die Sendung an, das will ich jetzt gar nicht wiederholen. Was ich nur sagen will, Frank, ist, wenn wir erwarten, dass Dinge eine natürliche Zyklik haben, die überhaupt nicht natürlich sind, sondern die eben nekrotisch, neurotisch designt mit einer Designer-KI und so weiter, dann können wir warten, bis wir schwarz werden. Da wird das, und die kennen weder eine Zyklik, noch kennen sie ein Pendel, was zurückschlägt. Da sind keine natürlichen Abläufe. Die kennen auch keinen Rückwärtsgang oder sonst irgendetwas. Die kennen überhaupt nichts Natürliches, sondern wenn du in diesem nennen wir es auch das Dasein hier, aber das ist egal. Also wenn etwas künstlich ist, dann kannst du warten. Deswegen die Leute, die immer denken, ich muss warten, bis alle anderen aufgewacht sind. Ihr habt keine Ahnung, wie viele davon in einem neurotischen, nekrotischen, künstlich designten KI-Zustand sind. Da könnt ihr warten, bis ihr schwarz werdet, wenn ihr darauf wartet, bis der sich in Bewegung setzt. Das heißt, was ich einfach nur möchte, ist, dass wir unterscheiden. Befinden wir uns in einem natürlichen Prozess? Findet in mir ein natürlicher Prozess statt? Oder hänge ich hier, das war mein letzter Blick, hänge ich hier in diesem Appendix auf dem Fliegenfänger, weil ich immer nach außen starre und einer künstlichen Kreation auf den Leim gehe? Und da kann ich warten, und da haben wir das Bild. Frank, ich hoffe, wir haben noch die Zeit, aber ich weiß, du hast mit dem Bild was anfangen können. Geht was, weiter, mach nur. Die Insekten, also die Wissenschaft, die im 19. Jahrhundert entstanden ist nicht umsonst sehr vergleichbar mit der Insektenkunde. Und was haben sie gemacht? Sie haben tote Insekten, haben sie aufgespinnt und haben das dann in einem Schaukasten, das haben sie studiert. Und mehr oder weniger haben sie das mit den Menschen auch gemacht. Tote Dinge haben sie studiert, und das ist Fach. Und wenn wir darauf warten, dass da irgendeine Zyklik, das ist, warum ich sehr auch, jetzt sind wir aber schon wieder in dieser, ist egal. Also Ernst Wolf ist einer, der tut sehr gut die Dinge verbinden, aber er macht das alles in einer Kreationswelt, in einer KI-Welt. Dort wirst du keine Zyklis, du kannst nicht erwarten, dass etwas, eine Frucht keimt, wenn du in der künstlichen Kreation bist. Da kannst du warten, also da verstehst du, was ich meine? Deswegen habe ich sehr gut. Entweder du bist hier in dieser Ausstülpung oder du bist wieder zurück, Religio, am äußersten Punkt zurück und bist wieder hier in Gottes Hand getragen in der Natur. Und da wird es sich natürlich entwickeln. Und hier, das kann zerplatzen oder am Dead End anlangen. Es ist nicht umsonst, ist dieser Appendix ein totes Ende, ein Dead End. Das, und da sind wir angelangt. Das Divertikel ist ein schönes Beispiel. Das Divertikel entsteht sehr oft mit Perforationen durch Verschmutzungen. Da sind wir übrigens wieder bei meinem Parkplatz, denn die Außenweltverschmutzung ist ein direktes Sinnbild und Zeichen der Innenweltverschmutzung. Und so wie dein Divertikel quasi auch wie so ein platonisches Höhlenabbild ist, das ist nämlich auch darinnen drin, ja, eine Welt, in der nur die Schatten sind, in der die nekrotischen Kräfte, ja, ich habe vor anderthalb Jahren extra eine ganze Sendung gemacht über die Todestriebskräfte, denen wir unterworfen sind, die immer alles auch umkehren, die Pflanzengifte, die Pflanzenschutzmittel genannt werden und Chemikalien haben und so weiter. Todeskult, wir haben es beim Gotthard gesehen, beim Jurischen Song Contest, bei der Madonna und so weiter. Und die sind aber auch, denke ich, pass auf, einer Zyklik unterworfen. Denn ihnen entgegenstehen ja die Lebenskräfte und Geier. Und alles das, was immer wieder gedeckelt werden muss, was immer wieder, da haben wir die Zementdecke, was immer wieder neu drüber betoniert werden muss. Und ich glaube, wir können uns gern darüber unterhalten, weil ich weiß es auch nicht, aber ich glaube, der Aufwand, die Nekrotik, den Todestrieb aufrecht zu erhalten und das Leben zu unterdrücken, wird unmaßgeblich immer, immer höher im Verhältnis. Ja, und das haben wir im Grunde, das ist der rote Faden dieser Sendung auch schon, wenn wir bei den Wurzeln, bei den Betondecken, bei den natürlichen Boden sind, das ist ein roter Faden. Und ich glaube, der platzt gerade auf, ja. Vielleicht platzt, ja komm, hau rein. Wir haben noch eine Minute, los, mach, komm. Dann machen wir den Raum teil.
Dann muss ich das, glaube ich, nachher aufgreifen, weil das ist zu komplex. Komm, dann fang schon mal an. Ich will nur sagen, weil du von der Zementdecke redest, seid euch bewusst, Zement geht auf die Römer zurück. Die Römer haben den Zement entdeckt. Was sie dafür gebraucht haben, ist Hämoglobin. Und man sagt, dass sie die ganzen Brücken und die ganzen Straßen und was auch immer sie gemacht haben und an die ganzen Bauten, dass sie das gemacht haben, indem sie das Blut von denen, die sie erobert haben, darin als Kleber, als Klebstoff darin verwertet haben. Das heißt also... Haben wir das irgendwo evident? Ich habe das auch schon gehört. Im römischen Zement ist Blut drin und da sind wir auch schon wieder in einer riesigen Welt, haben wir das irgendwo evident, dieses Ding? Ja, schon, weil es ist ja, du kannst, also ich habe mal eine ganze Sendung darüber gemacht, einen Blick, den habe ich aber gelöscht, weil er war zu brisant. aber ich will damit nur, du kannst googeln, dann erfährst du zwar, dass sie heute, das steht dann natürlich, wenn du das, da ist sogar eine Firma, die war bei Q erwähnt und so weiter, ist egal. Aber wir lieben, wir kommen wieder. Da steht, dass es künstlich ist, dass sie heute künstlich, Frank, das ist wirklich zu seltsam. Also ich wollte es ja eigentlich nur nebenbei erwähnen, weil das Anorganische und das Organische, sie brauchen uns. Aber also sie brauchen unsere Seele, sie brauchen unser Blut und das mit den Römern. Ich habe jetzt nur ganz auf die Schnelle geschaut und habe dir schon also wirklich das von Spektrum und was weiß ich. Und ich musste lachen, weil der letzte Artikel, den ich dir geschickt habe, habe ich jetzt erst geschaut. Der beruht nämlich auf meiner Sendung. Da steht Katharine Turner, beruht auf meiner Sendung, was ich lustig finde, weil der Wagand hat nur einmal eine Sendung von mir geteilt, das war die mit dem Blut. Die wurde unglaublich oft geteilt. Aber das war mir damals zu heiß, obwohl es auf Wikipedia, ihr könnt nachschauen, ihr könnt googeln, es ist überall steht es. Und es ist der eine Artikel ist von 2022 im März, wo sie davon sprechen, dass sie eine Kolonie im Mars machen, auf dem Mars machen wollen und dafür Körperflüssigkeiten, speziell Blut verwenden wollen. Das ist völlig absurd. So, das ist eine Symbolik, ne? Das ist eine unglaubliche Symbolik. Wenn wir überlegen, in der Hitlerzeit haben sie. Auf Blut gebaut. Entschuldigung, wenn ich reingrätsche, aber das passt so schön. Die Autobahnen, Hitlers berühmte Autobahnen, ne? Also dieses Zubetonieren der ganzen, die ganze Welt, die, ist ja wie wenn die einzelnen Arterien und alles zubetoniert ist. Und da überall, ja gut, nehmen wir es jetzt einfach mal so, wie es hier im Spektrum und wie auch immer alles überall heißt, nämlich am besten hält es, wenn sonst zerbröckelt es ganz schnell, wenn da ja etwas beigemengt ist. Ja, okay. Also ich finde das wirklich gespenstisch, spukhaft. Das ist ja jetzt auch Mainstream-Presse, was ich gesehen habe. Ne? Hämoglobin und der Beton der Römer haltbarer als moderner. Und warum dann Berlin zu bröckeln beginnen sollte. Der Artikel ist von 2017. Also wirklich sehr, sehr symbolisch das Ganze, was du da ausgegraben hast. Und eben auch dieser Aspekt, man baut eine Zivilisation, deren Sinnbild ja Gebäude sind, auf Blut. Und da sind wir bei dem, was du gerade gesagt hast, man braucht unsere Energie immer wieder. Ja, nicht nur. In Europa waren übrigens die Römer die Ersten, die eben durch das großflächige Erschaffen von Straßenverbindungen, jetzt nicht dem Beton, das haben sie in ihren Wasserbauwerken gemacht, um die Armeen zu verschieben, alles begonnen haben zuzupflastern, ja, um da sehr schnell zu sein. Später Napoleon und so weiter. Ja. Da sind wir übrigens wieder bei den Leichen. Du hattest doch, Ahrtal hast du ja verglichen mit einer Betondecke. Also, und hier hast du, im Ahrtal, da ist es ja noch Erde, da kommt das ja noch nach oben. Aber beim Beton, da einbetoniert. Also, wir wissen nicht, wie viele Leichen da im Keller sind, ne? Was wirklich einbetoniert ist. Die Symbolik ist unglaublich. Und übrigens, das wollte ich vorher noch sagen, als wir dann zu Ende waren. Ich habe damals gegoogelt, weil da gab es eine Zementfirma, die, ich habe ja damals ganz viel mit Amerika recherchiert und war da mehr drüben als hier. Und da war eine Zementfirma, die immer wieder genannt wurde. Und ich war auf deren Webseite. Und auf der Webseite steht dann, ja, wir verwenden Hämoglobin, aber es ist ein künstliches Hämoglobin. Das heißt also, sie geben es zu, dass sie das verwenden als Bindemittel, aber eben betonen dann, dass es ein künstliches ist. Gut, da werden wir auch noch, ich meine, ich werde eine Sendung mit Carsten Pötter über Getreide machen und da wird es auch um die Verklebung der Synapsen gehen. Also das ist ein Thema, wie sie uns benutzt haben, wie sie uns unten halten. Das ist ja das Untenhalten, ne? Weil es ist in der Unsichtbar, es ist vollkommen verarbeitet, verwertet, verwurschtet. Ich will jetzt nicht zu, wir wollen ja keine Horrorsendung machen, obwohl es ein bisschen so begonnen hat. Ja, klar.
Du Frank, ich hatte noch etwas zu deinem, warte mal, was war, weil da, das war aber schon eine Weile her, dass wir darüber geredet haben. Warte mal, was hattest du da? Ah ja, du hattest den Parkplatz mit dem ganzen Müll und meintest, er hätte was mit uns zu tun. Darf ich da kurz drauf eingehen, damit nie, Na also, los, hau rein. okay, Ich also ich glaube, ich muss sage da leider, auch noch mal was zu, ja? genau, ich muss leider immer diese komischen Kritzeleien, irgendjemand hat sich daran gestoßen an mein Kritzeleien, aber ich kann es anders nicht erklären. Ich gehe nochmal auf das zurück, was ich heute mit dem Michael, weil ich will jetzt nicht wieder das Rad neu erfinden und es geht ja darum, dass wir weitermachen an der, da anknüpfen. Ja. Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass wir quasi in so einem Divertikel abgestellt wie im Abstellgleis sind und wir hatten dann die Linse hier, die Krümmung, wir schauen wie durch eine Linse, der Mond ist aber jetzt, ist Maya, es ist nicht tatsächlich, also die Realität und das, was man uns als Realität verkauft, und das ist ja das, was du meintest, knallen im Moment wirklich aufeinander. Das Wir ist die sitzen. Truman Show, wo der Scheinwerfer auf den Beton schlägt, ja. Genau, und da sind wir jetzt drin in diesem Appendix und schauen hinaus in diese sogenannte Vielfalt oder X-Beliebigkeit, was du auch schon gesagt hast, ne? Da draußen ist entweder der Kosmos oder das All oder der Müll im All. Hier steht Nutella, weil das Erste, was der Michael genannt hat, heute als Produkt war Nutella. Und das ist ja ein komplett verarbeitetes künstliches Produkt. Du hast die Plastikflaschen am Parkplatz und so weiter. Was ich jetzt nur möchte, ist, dass sich die Zuschauer oder jeder Einzelne, damit wir auch wirklich in die deutsche Seele kommen, damit sich jeder bewusst ist. Nur weil ihr da drin sitzt und durch das Fenster hier hinausschaut und den ganzen Müll seht, heißt das nicht, dass ihr Müll seid. Das ist das, was sie uns einreden wollten. Sehr gut, ja, Sondern, wichtiger Aspekt, genau. ganz wichtiger Und Aspekt. das ist auch das, was die Turner, die immer so daher schwafelt, sagt, versucht gar nicht erst, das alles zu reinigen, was ihr euch da draußen an Müll begegnet, weil dann seid ihr bis zum Sankt-Nimmerleins so ähnlich beschäftigt, wie die mit dem Stroh zu Heu, Heu zu Gold spinnen. Ne? Da Also möchtest das du unbedingt was zu sagen, Katharina. genau, sondern wir haben es heute bei Michael auch gehabt, das Einzige, was du machen kannst, ist zu sagen, okay, das ist nicht meine Welt. Diese Plastikmüll im All und was weiß ich, diese X-Beliebigkeit, diese Nutella und was auch immer Welt, das ist nicht meine Welt. Das ist eine Chimäre. Das ist das, was uns vorgegaukelt ist. Ich sitze im Kino und schaue mir das an und du entscheidest, wann dir das reicht und dann entweder Pluto zwingt dich oder du gehst freiwillig. Hier die Religio durch das Nadelöhr wieder zurück zu dem, wo wir wirklich wieder in der Zyklik sind, wo wir die Wurzeln wieder unten haben, wo die Ahnen unten uns stärken. Dann bist du hier wieder aufgehoben, wenn du raus aus diesem Wurmfortsatz gehst. Also, aber wenn du dir einredest, dass du jetzt erst diese ganze Welt da draußen säubern musst, den ganzen, und bist du, und dann erst kannst du quasi Ruhe finden, ja, dann hängst du am Fliegenfänger, wie die Turner immer sagen würde. So, jetzt bist du dran, Frank. Ja, war viel, ihr war viel. Also wird einiges jetzt weggehen bei mir, aber egal, ich versuch's. Also das ist ein Trick. Das ist ein Trick, der immer wieder gemacht wird. Ihr seid kein Müll, hast du eben gesagt. Darauf möchte ich eingehen. Es ist vergleichbar auch mit dem Tatort und mit den Krimis, was wir in einem der Dreier vor einer ganzen Zeit schon mal hatten, Katharina. Erst verändern sich die Filme so weit, dass sie immer brutaler werden. Das ist quasi eine Überreizung, die schrittweise erfolgt. Wieder der Frosch im Topf. Und dann, nach Jahrzehnten, sagt man bei den Einschaltquoten zu den Leuten, ihr seid das doch, sprich, ihr wollt es doch sehen. Wir drehen es, die drehen es rum, wir drehen es doch nur für euch, weil ihr guckt ja 4 Millionen das. Und derselbe Trick, den hast du. Natürlich auch mit dem Müll, der jetzt auf dem Parkplatz da lag. Hat mich total geschockt, ehrlich. Aber ich erzähle dir zwei Sachen dazu. Erstens, es waren tatsächlich beim Grenzübertritt unheimlich viele fremde Kennzeichen auf der Autobahn. Alles. Slowenen, Tschechen, Kroaten, alles, alles. Es waren wenige Deutsche da. Das bedeutet, ich möchte das Ganze gar nicht so überreizen jetzt, aber jeder, der Flugreisen gemacht hat in den Süden oder mit dem Wohnwagen unterwegs ist, sieht, dass die Menschen in den südlichen Regionen einen anderen Bezug haben zu Müll und wie man mit Müll umgeht. Und mir kommt es so vor, als würde dieser Müll momentan, also sehr viel, viel Müll von anderen, Dreck von anderen, bei uns im Land liegen, was auch ein sehr sinnbildlicher Vorgang ist.
Das ist gewagt und ist natürlich auch, da ist man ganz schnell dann wieder rechtsradikal, sonst irgendetwas. Aber ich gebe dir einen Beweis dafür. Und den habe ich selbst erlebt und da werde ich auch in einer der Franks Freiheiten demnächst drüber reden. Am 1. August in Berlin, als Millionen und nicht 17.000 durch die Straßen gegangen sind, Katharinchen, dachte ich breche ab. Die Straßen geballt voll und rechts am Straßenrand waren diese grauen Stromkästen, ne, oder Gasverteiler. Und da waren sauber nebeneinander in Reihen Glasflaschen stehend. Da waren auch drumrum hunderte Glasflaschen stehend. Ich habe nicht eine Scherbe gesehen, weil die Deutschen oder wer da demonstrieren war, den Kram sauber hinstellen und darauf geachtet haben, dass noch, das hat so viel gesprochen über den Geist, der da gewirkt hat. Da war nichts Aggressives, das war friedlich, verstehst du? Und so ist man dort damit umgegangen. In Berlin. Am 1.8. Und wir sind nicht der Müll, wir sind nicht das Außen. Und jetzt setze ich den letzten Nagel nochmal drauf. Ich glaube, Deutschland ist mittlerweile von innen heraus seit 2015 in einem Belagerungszustand. Und dieser Belagerungszustand, der durch fremde Energien alltäglich, überall, ständig, bei ganz vielen Interaktionen stattfindet, der bedingt, dass die deutsche Seele zwar nicht getötet werden kann, aber er wirkt wie eine Zementdecke auch. Sie kann sich nicht entfalten. Das ist Bletchley Park anders gedacht. Sie wird ständig, in jeder Interaktion wird sie behindert. Weil wir mittlerweile, sagen wir mal, durchsetzt sind von anderen Energien, die ich jetzt nicht weiter werte. Da sind auch ganz viele hilfreiche Energien dabei. Ich denke an die Lebensfreude von Griechen oder von Spaniern. Oder Italiener, die einen anderen Bezug zu Essen und sowas mitbringen. Das ist total geil, ja. Wo wir wirklich auch als Deutsche Defizite haben in puncto Lebensfreude oder Stock im Arsch, sonst solche Geschichten. Aber es gibt eben auch sehr viele hinderliche Energien, die damit. Also diesen Belagerungszustand, ich hoffe, das bringe ich jetzt zu dir rüber, da hängt mir was dran. Ein allgegenwärtiger Belagerungszustand, der die Energien abschneidet. Du kannst die Seele nicht töten. Aber du kannst sie am Erblühen hindern. Ja, komm, auf, Katharina, ich sehe in die Arbeit. Ja, weil ich, oh Gott, ich habe leider nur diese Schrecken, also diese, ich hoffe, es kommt trotzdem rüber. Ich habe nur diese Zeichnungen. Wenn wir jetzt, also wir sind hier, das ist jetzt hier in dieser Kapsel, ja, wir sind hier drin, okay? Und hier ist diese, was weiß ich, diese Linse oder diese Außenmembran unserer Welt. Da ist der, und hier haben wir diese Vielfalt, Vielfalt, Vielfalt im Negativen, im Sinne von X-Beliebigkeit. Du kannst mir jetzt 100.000, und das meine ich jetzt nicht werten, du kannst mir jetzt lauter Phänomene aufzeigen. Also ich hoffe, ihr wisst jetzt, wo ich bin. Hier draußen ist sozusagen das All, die Welt. Hier draußen ist die Außenwelt. Hier drin bist du. Du steckst hier in diesem Appendix drin, ja, als Mond, als kleines Kind. Ja. Und da draußen ist die Welt. Und hier, wir können uns auch in einem Raumschiff sehen, ist es wurscht. Hier, was weiß ich, da düsen irgendwie Kühlschränke und Plastikflaschen und Kacke und ich weiß nicht was alles hier herum, ja. Und das ist ja das, was du jetzt beschreibst. So, und wir stecken hier drin. Oder eben, um es im Kleinen zu sehen, hier in diesem Appendix. Und für mich ist jetzt wichtig, die Hierarchien. Das wird immer missverstanden. Wenn ich in meinen Blicken von den Hierarchien rede, dann glauben die Menschen, ich rede von einem autoritären, ich rede nicht, ich rede von einer tatsächlich einer natürlichen Ordnung, einer natürlichen, warte mal. Ja, eine natürliche Ordnung. Ja, klar. Eine Ja, natürliche genau. Also pass auf, Ordnung. du beschreibst. Ich möchte das immer auf den Einzelnen, weil ich will mich an jede einzelne deutsche Seele hier wenden, weil nur jede Einzelne kann es für sich in die Drehung bringen. So, gehen wir wieder. Du hast beschrieben ein Monduniversum, der Süden, die Griechen, wobei ich die Griechen liebe, also das ist ein schlechtes, aber ist egal. Nehmen wir mal den unbewussten Südländer, okay? Was ist der unbewusste Südländer oder was ist das Klischee des unbewussten Südländers? Er ist ganz mondgesteuert. Er ist ganz von seinem Guts, von seinen Gedärmen, von seinem Instinkt, von seiner Mondhaftigkeit, von seiner Emotionalität. Das Ja, heißt, richtig, das ist auch klar. der schnell mal zusticht und was weiß ich. So, das sind natürlich jetzt Klischees. Aber jeder von uns hat das ja auch
in sich, gehen wir mal davon aus, denn sonst wären wir tot, weil das sind natürlich auch, das ist ein Lebensantrieb. Wichtig ist für mich, das ist ein kleines Kind. Es ist ein kleines Kind und wir brauchen höher strukturierte, hierarchisch höher angesiedelte, damit sie mit dem gut umgehen können. Das habe ich vorhin schon erwähnt. Ne? Wir brauchen einen Verstand, der das Ganze beobachtet und analysiert, der es wahrnimmt. Wir können Bewusstheit nur erzeugen, wenn mir doofe Kommentatoren schreiben, fühlen ist alles und denken soll man ausschalten, dann kann ich nur sagen, sie haben nichts begriffen. Weil wenn du nur fühlst, dann passiert genau das. Das hat eine positive und eine negative Seite. Wenn du nur fühlst, kannst du den anderen umbringen, weil du hast ja nur gefühlt, oder du kannst in deiner Eifersucht ersticken und in deiner Depression versumpfen. Du kannst untergehen in der Flut deiner Gefühle. Das kleine Kind ist vollkommen allein, weil es gibt ja niemanden anderen mehr. Das heißt also, da wären wir wieder am Anfang. Ne? Für mich ist wichtig, mein Verstand hat die Fähigkeit, das wahrzunehmen, das zu beobachten, das zu analysieren, was wir ja tun. Mein höher gerichteter, noch weiter oben angesiedelter Geist, denn der ist ja noch viel, viel höher, der hat die Fähigkeit, Verbindung aufzunehmen zu diesem Kleinkind da unten. Und wenn dann noch die Verbindung auch zu den Ahnen runter vorhanden ist, dann ist dieses Kind eingebettet in die Generationenweisheit. Das heißt, es dann ist aufgefangen. In der Ordnung. Da willst du ja hin. Dann ist da es will ich hin. Ja. Genau, da will ich hin, weil ich will sagen, ein Kind, was du kannst dem Kind nicht die Führung überlassen, das ist ein Loose Cannon. Wie heißt das auf Deutsch, ein Loose Cannon? Eine Handgranate. Das ist also ein Kind, was einfach nur ohne, ich bin nicht für Erziehung, ich bin für Beziehung, aber ich bin auch dafür, dass das Kind eine, da gebe ich übrigens ein Beispiel. Mein Sohn hat mir erzählt mit dem Yoshi, den tut er die ganze Zeit mit Hühnerleckerli und er sagt, der Hund ist viel zufriedener, weil er wieder eine Anleitung bekommt, als wenn er nur so dahin lebt, weil der Hund will das. Der will das Gefühl haben, ich habe was geleistet, dann bekomme ich ein Leckerli. Ja. Das ist für den ganz wichtig. Und das ist für dieses Mondwesen, für dieses kleine Kind ist das wichtig. Ich habe was toll gemacht, ich habe das Haus ganz sauber gemacht und dann kriege ich jetzt einen Riegel oder sonst was oder eine Streicheleinheit oder ein Lob. Da möchte ich reingehen. Belohnungssteuerung, ich vergleiche ja auch immer unseren Hund hier, ja, und sehe darinnen uns Menschen abgebildet. Und diese Belohnungssteuerung, die funktioniert hervorragend auch bei Menschen. Solange du etwas zu verteilen hast, solange die Bäume in den Himmel wachsen dürfen, aber da sie das bekanntlich nicht tun, musst du irgendwann auf eine andere Steuerung umschwenken und da sind wir jetzt angekommen. Verteilung ist endlich, Geld ist endlich, also beginnt dann die Angststeuerung. Und da sind wir eben jetzt drin. Auch das zeigt direkt, dass wir an einer Pendelumkehr sind. Ja, da warte mal, das sind jetzt mehrere Abzweigungen. Ja. Die Angst, da würde ich gern reingehen, weil die ist immens wichtig. Aber vorher möchte ich noch sagen, die Frage ist, wer spricht zu wem und warum? Die Frage der Kommunikation. Wer wendet sich an wen und warum? Ich war jetzt tatsächlich entweder im innerpsychischen, also im eigenen Umgang mit einem selber, mit deinem, damit meine ich jetzt nicht nur dich, sondern alle, mit deinem Umgang mit deinem inneren Kind, ist ein Erwachsener da, im Sinne, und zwar ein nährender Erwachsener, nicht ein Schweineeltern-Ich nach der Transaktionsanalyse, sondern ein nährender Erwachsener, ist eine Führung da und ist eine Anbindung da, von oben und von unten. So, das ist sowohl innerpsychisch als auch innerhalb einer Familie, und das ist ja wohl möglich, Frank, innerhalb einer Familie, selbst wenn du im Außen nichts mehr hast, im Gegenteil, dann ist es nämlich Mehrwert. Wenn du dann dem Kind eine Scheibe Brot gibst oder so, es gab Zeiten, da war das alles eine Scheibe Brot. Ne? Also da bin ich nicht ganz der Meinung, dass die Belohnung, die hat wenig, finde ich, im Gegenteil. Wenn die Fülle da ist, ist sie nichts wert. Wir kommen jetzt wieder mehr an den Punkt, wo vielleicht, noch nicht, es ist noch nicht so weit, aber bald vielleicht, wo es wieder mehr gelten wird. Ich schaue mir so viele asiatische Filme an, ja, koreanisch und chinesisch. Das ist ein unglaublicher Zugang zu der ganzen Kultur. Und dort hast du immer, wie etwas ganz Kleines einen unglaublichen Wert hat, weil es eine Symbolik hat. Wenn die Großmutter eben der Enkelin irgendetwas gibt und es ist nichts, was wahnwitzig Wert hat, aber es ist, hat einen Wert, weil es eine Symbolik hat und es wird geschätzt. Der Wert ist eher im Auge des Betrachters, im Sinne von, misst er dem einen Wert bei. Ich denke, was du redest eigentlich, Frank, von der Müllgesellschaft. Wir haben hier die Müllgesellschaft, wo alles hier herumfliegt, der ganze Müll, und nichts hat mehr überhaupt noch irgendeine
einen Wert. Das ist alles nur Plastik und was auch immer. Es ist alles Müll. Es ist die Inflation schlechthin. Und ich denke, wir kommen wieder dahin, aber das haben wir auch oft in unseren Dreiersendungen, dass wir darüber gesprochen haben, dass die Dinge wieder geschätzt werden. Lass uns so mal, das war ein guter Aspekt eben nochmal. Der war sehr, sehr interessant. Was da jetzt als Müll liegt, waren ja die Konsumartikel von vorher. Ja, war ja das Wert, 50er Jahre. Wofür man Energie, also Geld, also Bewusstsein, also Arbeitszeit gegeben hatte. Und das liegt jetzt wertlos und verknüllt und mit unseren Absonderungen vermischt am Boden irgendwo rum. Die Konsumartikel werden zum Müll. Ich finde, das ist ein ganz, ganz tolles Bild. Denn das zeigt, dass wir, ja, da bin ich bei dir, das hatte ich eben nämlich auch nicht bedacht, dass über die Jahrzehnte dieses massenweisen Anfütterns uns das Maß verloren gegangen ist. Also zumindest, ich rede jetzt immer mehrheitlich im Massenbewusstsein, ja. Das bitte ich so zu werden, dass wir die Wertschätzung nicht mehr haben. Und da denke ich mir mittlerweile, das Leben wird es richten. Lass mal das Karma sein Ding tun, ja. Wenn wir die Wertschätzung nicht mehr haben, werden wir Zustände erleben, die uns die Wertschätzung wieder bringen. Karma übrigens, ich bin auch so ein Fan von Rückwärtssprache und sowas, ja. Karma andersrum ist Amrak. Amrak auf Arabisch ist deine Bestellung. Also was wir bestellen mit unserem Handeln, ist das, was das Universum, das Schicksal, setz ein, was du willst, liefern wird. Und da sind wir wieder bei diesen Umkehrpunkten, die wir derzeit erleben, ja. Ich möchte dir auch ein Gedicht vorlesen. Wolltest du da noch was zu sagen? Eben? Okay. Vorhin hattest du nochmal, da möchte ich nochmal drauf einrasten, weil wir es da auch mit einem Blindfleck zu tun haben. Also ich bohre in der Betondecke rum. Ja, okay, das ist das, was ich eigentlich tue. Klischees, die Klischees von Südländern, die Klischees von. Achtung jetzt, ich sage jetzt ein böses Wort und dann durchzuckt es die Leute schon und dann weißt du, du bist wieder an einem Blindfleck. Die Klischees von Rassen. Baff. Bei Hunden geht es ja gerade noch. Ein Schäferhund hat andere Merkmale als ein Pudel, als ein Dackel. Dann gibt es ja Jagdhunde und es gibt, weiß ich nicht, was für Hunde alles. Da können wir das gerade noch so sagen. Aber wir dürfen im Zuge dieses Darwinismus etc., Neo-Darwinismus dazu, dürfen wir das um Gottes Willen, weil dann sind wir mitten im Dritten Reich, dürfen wir und tun das hier auch nicht auf Menschen anwenden. Es gibt Apfelbäume, Pflaumenbäume, Birnenbäume. Der eine macht Äpfel, der andere macht Birnen, der andere macht Pflaumen, die können nichts anderes. Die haben ihre eigenen Merkmale. Ich hätte jetzt zu dir auch gesagt, geht es bei den Klischees vielleicht um Graustufen, die hin zu Merkmalen, zu Attributen, zu Eigenheiten führen, dass also quasi im Massenkollektiv von Völkern, Gruppen, auch bestimmte Merkmale vorherrschend sind. Und da verteidige ich auch diese, dass bestimmte Menschengruppen bestimmte vorherrschende Eigenarten und so etwas haben. Ohne jetzt das böse R-Wort zu nennen. Also da wollte ich nochmal reinhacken, einfach weil es ein Blindfleck ist, der für mich behandelt gehört. Ja. Lass uns da reingehen, bevor du dein Gedicht vorliest. Da muss ich leider wieder die Zeichnung hier verwenden, anders kann ich es nicht erklären. Weil du willst die verkaufen, gib's zu. Du willst Millionärin werden und deswegen zeigst du das immer so oft, weil wir alle nur geldgeil sind. So ist es doch. Ja. Also, pass auf, es ist wirklich spannend. Wir reden hier über den deutschen Geist. So, ja. Wenn ich jetzt, und ich muss jetzt leider ein bisschen, also ihr wisst, dass ich seit einem Jahr koreanische Serien schaue und seltsamerweise habe ich den Deutsch, oder anders, ich habe ein Gefühl bekommen zu den Menschen im ehemaligen Osten, einfach nur ein Gefühl über den Schmerz, in dem ich da eine Weile drin herumgegangen bin, in diesen Schuhen des Schmerzes, in diesen Schichten herumgegangen bin, habe ich damals, das ist schon einige Weile her, habe ich einen Zugang zum deutschen Schmerz bekommen, hauptsächlich im Osten auch, aber nicht nur, nachher auch in den Rheinwiesen, aber es hat im Osten begonnen, Dresden und so weiter, also da hat es begonnen. Es war ein Gefühl, wie als würde ich in den Schulen rumlaufen. Dann habe ich begonnen, koreanische Serien zu schauen und es war unglaublich. Ich hatte das Gefühl, wow, wie gibt's das? Ich bin hier in Deutschland, also in Österreich, aber das ist ja ein Teil des Deutschen Reiches,
Ich meine jetzt nicht politisch, also bitte nicht falsch verstehen, sondern von der, vom Ursprung her. Und fühle mich diesen koreanischen Kultur, dieser, was da, und zwar nicht in einer Serie, sondern in allen, dieser Sprache, dieser Kultur, diesem Geist, diesem Feinen, das hat so viel Ähnlichkeit. Was ich dort erlebe, hat so viel Ähnlichkeit mit dem, was uns die Menschen von früher vorlesen, die Briefe und so weiter. Da, wenn auch der Peer hat erzählt, wie seine Eltern eine feine Sprache und feine Nuancen. Das heißt also, ich stelle fest, hier drinnen, ja, so, es ging mir zuerst mit den Koreanern so, dann habe ich mir chinesische Serien angefangen anzuschauen, habe gerade unglaublich intensiv, wie das die alte Tradition von Chiang Kai-shek, der war nämlich vor Mao und der war schon arg genug, wie das völlig also der Deep State quasi, der in China übernommen hat und die alte chinesische Tradition versucht hat auszumerzen und wie viel Parallele da zum Deutschen ist, denn du siehst auch, wie dort die Blütezeit, der Kolonialismus, das, was, also ich meine jetzt der Entschuldigung, der Kolonialstil meine ich jetzt im Positiven, das, was man auch beim Knopfloch sieht, die ganzen Bauten. Also ich schaue mir das an und sehe, oh, um die Jahrhundertwende, am Anfang und so weiter des Jahrhunderts des letzten, war China in der Blüte, das war in der absoluten Blüte mit tollen Prachtbauten und aufstrebend, aufblühend, wie genau wie die Gründerzeit, wie die deutsche Gründerzeit, genau dasselbe. Und was ich sagen wollte, also ich hoffe, ich schweife nicht zu weit aus, aber was da passiert ist, ist genau dasselbe wie das, was mit Deutschland, nämlich jetzt schon in drei Etappen versucht wird, zuerst mit Ersten Weltkrieg, dann mit Zweiten Weltkrieg. Krieg und jetzt im dritten Anlauf mit dem, was jetzt versucht wird. Und das hat so viel Ähnlichkeit mit dem, was in China passiert. Und was ich damit sagen will, ist, der chinesische Mensch, der koreanische Mensch und auch der russische Mensch, das weiß ich von der Literatur, denn zu Russland habe ich den Bezug über die Literatur bekommen, die sind uns alle, hier drin sind sie uns alle ähnlich. Und in diesem Cinemaskop, in dem wir hier drin sind, werden uns irgendwelche Bilder von außen eingespielt, irgendwelche Klischees oder Ja, irgendwelche exakt. satanischen Bilder über einen Russen, über den Chinesen, über den Koreaner. Seltsamerweise, wo ich noch nicht ganz dahinter geblickt habe, mir scheint, dass Japan, aber das weiß ich nicht, unglaublich in diesem Jahrhundert vom tiefen Staat beherrscht war, weil anders ist es nicht zu erklären, was die Japaner da aufgeführt haben. Also das ist ja das, was man den Deutschen nachsagt. Also, aber bei den Japanern weiß man es halt. Das ist mir nicht so. Also ich denke schon, dass es vielleicht Nationen gibt, Rassen weiß ich nicht, aber es gibt Gebiete oder Nationen, wo der tiefe Staat sein Pfropfsystem viel, viel tiefer schon umgesetzt hat, wo weniger von dem noch da ist. Aber ansonsten kann ich euch nur sagen, ich fühle mich einem Koreaner oder einem Chinesen aufgrund von diesen Darbietungen viel, viel näher, als ich mich hier dem Österreicher von nebenan fühle oder dem Deutschen von der U-Bahn. Keine Ja, Ahnung. okay, das gut, dass du da nochmal drauf eingehst. So möchte ich nicht missverstanden werden. Also, ich würde jetzt nicht wie jetzt im Dritten Reich von Rassenmerkmalen oder Nationalitätsmerkmalen reden. Es gibt Menschengruppenmerkmale. Weißt du, da sind wir jetzt auch wirklich bei Nationalstaatsbildung. Wann begann die und so? Du kannst, wenn du Sheldrake verstanden hast, ja, darum geht's. Um morphische Felder, um morphisches Gruppenbewusstsein. Wenn du Sheldrake verstanden hast, siehst du, dass, sagen wir jetzt mal, Hessen, ja, ich bin ja Hesse, ja. Wenn du jetzt in Hessen guckst, siehst du auch schon wieder von dieser scheinbaren Ausbildung abgegrenzten ganz unterschiedliche Menschengruppen, unterschiedliche Fußballvereine, die dann eigene Kulturen, eigenes Sein, eigene Attribute, Eigenarten entwickeln, ja. In diesem Sinne, also was ich denke, was Eigenarten entwickelt, sind Menschengruppen, die ein kollektives Bewusstsein ausformen, die sich synchronisieren, die in Resonanz gehen. Da passiert dann die Merkmalsausbildung. Und die ist nicht rassen- oder ethnisch abhängig. Wohl aber gibt es auch, und sind wir beim Parkplatzbeispiel, eben Ausbildungen in ja, Kulturen, wo, ja, fahren in den Süden, fahren nach Südfrankreich und gucken schon. Ja, Also gut. ich würde Ja. diese Ebene gerne verlassen, weil wir sind da Ja, in ja. dieser Ja. Beliebigkeitsebene, wo wir jetzt alles aufzeigen können und es ist ein exogenes Weltbild, weil es im Grunde genommen mit uns, es gibt
die Schnittstelle zwischen außen und innen, wo wir die Ewigkeit streifen. Und da würde ich gerne wieder hin. Du wolltest dein Gedicht vorlesen. Worum geht es in dem Ja, ich Gedicht? würde nur gerne, ja, mach ich, das ist gut. Ich würde nur gerne nochmal ein Bild bringen, was mir tatsächlich passiert ist, was sehr schön passt jetzt in den Zustand, in dem wir uns befinden. Wir haben jetzt diese Städte, die auch, tut mir leid, wenn ich so viel von Müll rede, komisch, ja, oder wo du so viel Graffitis hast und die Städte sehen wirklich auch nicht gut aus in Deutschland. Sie bezeugen ein Bild. Und mir ist etwas passiert. Ich saß letzte Woche mit Freunden am Lagerfeuer. Und wir haben da, einer ist so Hobby-DJ, der hat dann Lieder aufgelegt und so wunderschön, nachts schon mittlerweile. Und wir landeten zum Beispiel auch bei so Sachen wie Karel Gott Babitschka. Kannst du daran noch erinnern? 70er Jahre, also wirklich krass, ja. Und ich habe mich damals gefragt, zum Beispiel so, boah, kann das auch irgendwie eine Psyop gewesen sein, eine weichgespülte? Nach den Erfahrungen, die unsere Ahnen gemacht haben, dann bringst du also diesen sympathischen, er war ja, glaube ich, Tschechoslowak oder sowas, Sänger auf die Bühne, der dann so herzergreifende Sachen liest. Wie hat sich das angefühlt für einen, der gerade aus Böhmen geflüchtet war? Ja, also so Sachen habe ich mich dann auch gefragt, aber darum soll es gar nicht gehen. Einer macht den DJ und ich kam dann so drauf, dass ich sagte, Leute, wir waren bei Barclay James Harvest und diesem legendären Konzert. Beim Mauerfall, wo die im Osten an der Mauer gehört haben, ne? Kannst du dich erinnern damals? 83 oder sowas. Und die haben damals Berlin haben die, ein super Lied, wer es nicht kennt, sollte es mal hören. Berlin, Barclay James Harvest. Und eingedenk dieses Mauerfalls, dieser Zeitenwende von Deutschland, ne? Da ist ja auch wieder ein Pendel zurückgeschlagen. Und ich habe mich gefragt und springe es gerade in die Runde und sage, Leute, vielleicht sollten wir dieses Lied, weil es so symbolisch ist, weil wieder ausgraben, weil ich glaube, hier läuft zyklisch und es kommt wieder auf uns zu. Also so Geschichte hat mich angeweht, ja. Und in dem Moment sagt einer, Frank, genau wo du das eben gesagt hast, hattest du zwei riesengroße Sternschnuppen über deinem Kopf. Da dachte ich mir, wow, ein Zeichen, ja. Und ich fand das so, so genial. Also sind auch da wieder, sind wir in so einer Zeit, kommen wir in eine Zeit rein, die jetzt wirklich, ja, sehr bedeutungsvoll ist. Wie damals 89, dass sich Dinge grundlegend ändern. Da wollte ich noch mal vorher hin mit dir. Ich hoffe, es war nicht zu lang, dieser Ausflug. Also ich weiß nicht, mit der Zyklik, ich bin nicht der Meinung, dass wir wir würden am Fliegenfänger hängen, wenn wir immer wieder in die Vergangenheit zurückgezogen wären. Das wäre der Mond, das wäre das, was uns immer wieder zurückzieht. Der Sog, der uns zurückzieht in den Uterus, das ist die Sehnsucht zurück in den Mutterleib. Das geht nicht. Auch selbst wenn du einen Baum hast mit einer Schicht nach der anderen, so wächst der Baum doch in den Himmel und nicht, ich meine, ich weiß, mein letzter Blick ging darum, dass unsere Wurzeln im Boden stecken und unsere Krone im Boden steckt und unsere Wurzeln in der Luft hängen, dass das auf den Kopf gestellt ist. Aber ansonsten wäre die natürliche Ordnung, wäre, dass der Baum nach oben wächst, dass also die Ringe nach oben sich, also dass sie nicht in sich geschlossen sind und keinesfalls gehen sie zurück. Insofern habe ich ein Problem damit zu sagen, weil diese Angst, auf die Angst möchte ich übrigens... Mit was hast du ein Problem? Das würde mich interessieren. Wo ist denn? Ich habe ein Problem damit, wenn, also die Menschen haben immer Angst vor Wiederholungen. Ah, das ist wie damals. Ich habe gerne Vergleiche mit damals, aber nur als, wie nennt man das, als Referenzpunkt, um zu sehen, wo hat das Ganze seinen Anfang genommen, wo ist der Kern, denn es liegt ja sehr wohl, logischerweise, im Apfelkern liegt der ganze Apfelbaum, also ist natürlich die Information in jedem einzelnen Ring enthalten und du kannst natürlich zurückgehen, um zu schauen, wie ist die Entwicklung. Du kannst auch daraus eine gewisse, wie viel wächst der Baum in einem Jahr, das kannst du daraus erkennen, wenn du zurückblickst. Aber diese Angst, die der Mensch immer hat, dass wir wieder zurückgesogen werden, das ist eigentlich so eine Urangst von wegen, die Mutter würde jetzt das Kind wieder zurück ansaugen in ihren, also das ist so die Angst des Mannes auch, ne, dass er, ob es jetzt eine Sehnsucht oder eine Angst ist, aber dass die Mutter ihn wieder einverleibt und dass du wieder zurück in den, in der Welt in den Arsch gestellt, dass du da irgendwie wieder da einbetoniert und einzementiert bist. Und
Diese Angst habe ich nicht, weil ich einfach weiß, ich weiß um das Leben und um die unendliche Weisheit des Lebens und auch um die Fähigkeit der Reinigung, die passiert. Im Zweifelsfall wird jemand rausgehauen, wenn er dem Ganzen nicht dienlich ist. Das ist aber völlig... Okay, habe ich das so schlecht erzählt? Ich meinte das eher als sehr positive Geschichte. Es war keine Angst oder so, sondern dass, die singen ja auch in dem Lied, The Wheels of Time Keep Turning. Also wir sind da mitten in diesem Räderwerk, in der Zyklik. Räderwerk ist wieder negativ. In einem sich wiederholenden Etwas. Ja, da sind wir drin. Ich bin schon bei dir, dass diese unglaubliche historische, damals der Mauerfall und dann der Zusammenbruch der Sowjetunion war wie ein Bah, ne? Und ich denke auch oft, dass wir genau wieder an einem ähnlichen Punkt sind. Da gebe ich dir schon recht. Im Sinne von der nächsten Presswehe. Da bin ich schon bei dir. Im Positiven aber. Im Sinne von. Ich bin im Positiven. So nämlich so holistisch gesehen, in diesem Ding, alles hat seine Zeit. Es gibt Zeitqualitäten. Ihr habt es gestern auch angeschnitten. Wir denken immer in Strahlen, Zeitstrahlen und sowas. Du weißt, ich mag das nicht. Das ist auch so lineares Denken. Ja. Dadurch kommt es dann zu kausalem Denken und man macht auf dieser Ratio-Oberflächenwelt Verbindungen, die einfach nur noch Geisteskonstruktionen sind, die aber nichts mit Realität zu tun haben. Ich glaube, die Welt ist sehr geheimnisvoll und sehr undurchschaubar verbunden mit Dingen, die auch nicht rational sein müssen. Und ich denke, wir können dann so holistisch in diesem, da sind wir wieder im Möglichkeitenraum, da haben wir auch noch was offen, können wir schon gucken. Das ist wie auf einer CD oder wie auf einer DVD. Du hast damals dieses Konzert von Barclay, mit diesem genialen Lied, diesem Song, der wirklich unter die Haut geht. Und dann hast du ein Gefühl in einem Augenblick, oh, das wird wieder bedeutsam. Oh, hier kommt was. Bumm. Die Bedeutungsschwanger. Aha, okay, verstehe. Aha. Das war eigentlich alles. Also, da bin ich ganz bei dir. Übrigens fällt mir noch was ein. Erzähl. Wir vorher noch von der... Wir haben noch 4:06 momentan. Okay. Das passt noch, weil du hast von den Rassen gesprochen. Und okay, mit den Rassen, das ist kein glücklicher Begriff. Also, aber nein, ich habe Ihnen extra gesagt, okay, weil ein Blindfleck da ist. Ich finde ihn nicht glücklich. Ja, ich will es nur klarstellen. Klar. Also, abendländisches Geistesleben. So, wir haben hier Norden ist oben, Süden ist unten. Da geht's so, nicht ohne Seife waschen. So, jetzt habe ich so. Ja, du weißt ja, der magnetische Nordpol wandert gerade. Und Ist mir jetzt wurscht. Warte mal. Abendländisches Geistesleben. So, nordisch, ja. Abendländisches Geistesleben, das ist, was den Nordmann ausmacht, ja. Das ist die Fähigkeit mit dem Geist, das ist auch die Aufgabe des Deutschen, ja. Also hier haben wir das Abendland im Norden und das ist Geistesleben. So, dann hast du hier unten im Süden das Umgekehrte, das Morgenland. Wobei Morgenland ist, glaube ich, Osten, oder? Ist wurscht. Also im Süden hast du auf jeden Fall, wir haben von den Südländern gesprochen. Der Süden ist das Emotionale, das ist der Mond, das ist das ist die Emotion, das ist das Kind. Und das ist das, was dem Norden ein Gefühl von Wärme gibt, von Verspieltheit. Das ist das, was du positiv im Sinne der südlichen Mentalität ausgedrückt hast. Ja. Dann haben wir den Westen. Warte mal, den Osten, das ist leichter. Osten ist die Weisheit, ist Religion. Und Westen ist der Körper, das ist das Körperliche. Also von dem schamanischen Rat meine ich, ist das so, ja. Also das, ich weiß jetzt gar nicht, wer Norden und Westen, komischerweise tun wir immer zusammen, gell? Also das hat schon viel mit Materie zu tun, ne? Der Körper, der Westen. Aber was ich damit sagen will, ist, wenn ich mich so angezogen fühle von diesen fernöstlichen, von den koreanischen und chinesischen, das ist der Osten, das ist die Weisheit. Das heißt, worum geht es da? Es geht darum, dass sich abendländisches Geistesleben mit Weisheit verbindet. Und wenn das noch dann mit dem Gefühl des Südens zusammenkommt, ja, und sich das dann in einem gesunden Körper des Westens manifestiert, ja, dann ist das Perfektion pur und jeder hat da seine eigene Aufgabe und die Mischung macht es. Ja, da sind wir wieder dabei. Wie ein Körper, wie ein Organismus mit seinen unterschiedlichen Zellen und Organen, ja. Hast du genau das. Ja. Ich möchte noch mal eins reinsetzen. Wir haben es ein bisschen, 1,5 Minuten haben wir noch. Jetzt kommt das Gedicht noch mal. Komm, hauen wir das Gedicht noch mal raus.
Ja? Du wolltest dein Gedicht vorlesen. Ja. Geht Ich das will jetzt eins noch? vom Albert Mattei. Ja. Lass mal wirken auf dich, sehr, sehr schön. An deines Volkes Auferstehen, lass diesen Glauben dir nicht rauben, trotz allem, allem, was geschehen. Und handeln sollst du so, als hinge von dir und deinem Tun allein das Schicksal ab der deutschen Dinge und die Verantwortung wäre dein. Ich finde es wunderschön. Es setzt den Einzelnen in die Pflicht, bei sich selbst anzufangen, ja, und dann nach außen zu gucken. Dann nach außen zu gucken. Katharine, wir haben weniger als eine Minute. Müssen wir die Sendung zum Ende führen oder wollen wir noch? Nein, ich würde sagen, wir machen noch eine. Das ist mein Gefühl. Was meinst du? Also, weil wir Ja, sind nicht auf die ja, Angst im Sinne eingegangen. von so langsam auslaufen lassen, dann vielleicht nochmal 20 Minütchen oder so. Mal gucken, vielleicht kriegen wir auch nochmal Rückenwind. Ja, wollen wir nochmal reingehen dann? Ich würde schon sagen. Wow, okay, klar. Okay, Leute, dann, ihr habt es gehört. Wir machen wieder eine Pause. Zoom läuft ab, weniger als eine Minute. Ich mache auf Telegram wieder alles aus und wir melden uns zurück mit einem neuen Zoom-Link und machen nochmal einen dritten Teil. Dann, oh, da sind wir. Eigentlich müsste alles schon wieder laufen, glaube ich. Ja, ich bin da, Katharina, ich bin da. Wir waren Du, beim Frank, ich bin. Albert Mattei, der das so schön gesagt hat, fang bei dir an. Und ich sehe da Parallelen heute zu uns. Wir wollen die ganze Welt heilen, die ganze Welt retten, auch mit der Energie, mit allem. Und wir haben noch nicht damit angefangen, uns selbst zu heilen und unsere eigenen Wurzeln wieder zu schlagen. Siehst du das auch so? Ja, also deswegen bin ich auch, weißt du, wir machen ja diese Dreiersendungen immer, damit wir den Blick nach draußen. Da habe ich eher nach draußen gerichtet, also eher dahin, ne, in dieses Außen, um das ein bisschen zu analysieren, zu entschlüsseln, auch ein bisschen zu binden, zu konzentrieren, ein bisschen einzuteilen, was für den Verstand immer wichtig ist. Das ist auch für das kleine Kind, was Angst hat. Also da, wir müssen auch auf die Angst zu sprechen kommen. Das ist wichtig, weil die wird im Moment oder ich komme jetzt gerade darauf zu sprechen. Die Angst wird permanent geschürt, bedient, und zwar die ultimative. Es wird wirklich das Schlimmste überhaupt, wird uns jeden Moment, entweder wir sterben alle an einer grauenhaften Pandemie, verwesen, verschimmeln, verfaulen, was weiß ich, wie bei Lepra. Oder wir sind im Atom ausgesetzt, der nuklearen Katastrophe, was ähnlich ist, weil dann werden wir zu Staub. So, also das heißt Ängste, oder wir landen unter der Brücke, weil wir nichts zu essen haben, wir erfrieren etc. Also das heißt, diese kindlichen Ängste, womit wir wieder in diesem Mondbewusstsein sind, ne? Das Kind, das hier ist ein Kind, was sich in diesem Appendix befindet. Und es wird permanent hier manipuliert und die Ängste werden bedient. So, und was wir in unseren Dreiersendungen machen, ist, dass wir auf die Welt hinausschauen, ein bisschen sozusagen für euch, jetzt nicht, weil wir euch entmündigen wollen, sondern weil es kann kein Einzelner, kann das alles entschlüsseln, und der müsste ja, also bin kein Freund davon, dass wir uns jetzt um alle diese Einzelheiten kümmern, um alle diese Vielfalt, weil dann wären wir narrisch. Wenn mir jemand erzählt von seinem Elend, ich hatte jetzt einen Anruf vor ein paar Tagen, hat mir eine erzählt, warum es ihr so schlecht geht, und hat mir wirklich bis ins Detail, ja, der hat das getan und der das, und dann sind wir beim Waschlappen und dem Schwamm, oder wie heißt das komische, ihr wisst schon, es war einmal ein Mann, der hatte einen Schwamm, etc. Also eine Geschichte ohne Ende, wo man zurückgeht bis auf Adam und Eva, warum man jetzt hier in dieser neurotischen Angst ist. Davon halte ich überhaupt nichts. Und wenn wir uns permanent nur völlig hier alles, den ganzen Wahnsinn, den ganzen Müll und den ganzen Wahnsinn anschauen, dann wären wir wie das Kaninchen, wir wären völlig starr, es ist zu viel und so weiter. Es wird sowieso, und das hast du ja am Anfang gesagt, Frank, das wird wegbrechen. Es wird sich alles auflösen. Dieses Äußere, ne, das wird wegbrechen. Es gibt uns keinen Halt mehr. Den Halt können wir nur im Inneren wiederfinden, in unserem Urvertrauen, im Vertrauen an eine Kraft, die viel, viel größer ist, als wir hier als abgeschnittenes kleines Mondwesen oder kleines Kind im Appendix, als Nicht-Erwachsener, ne? Sondern wenn wir wieder im Schöpfungsplan sind, der uns
eingebettet, ne, in diesen Generationen, in dem Geist auch. Und natürlich nicht nur Geist, das ist auch Körper, also das ist alles, das ist Gefühl, Geist und Körper, wenn wir wieder eingebettet sind. Und das hier ist Chimäre und das ist das, was der Marc immer sagt, wenn er sagt, die Realität trifft jetzt, der ganze Humbug hier trifft auf die Realität. Und da kann ich nur sagen, die Lösung liegt nur in jedem von uns und da verweise ich auf die Alchemie des Alltags. Wirklich die Alchemie des Augenblicks und des Alltags, des ganz, ganz Kleinen. Deswegen liebe ich wahrscheinlich die asiatischen Sendungen so, weil da ist immer das Augenmerk auf das, was Kleine, zwischen den Welten. Mhm. Ja, du sagst es, genau, du sagst es. Das Gegenteil von dieser inflationären Müllwelt, von der wir ja gesprochen haben. Nehmen wir mal deinen Divertikel nochmal, diese Ausstülpung da. Genau, oder auch die Platonsche Höhlenwelt, ist egal, das Divertikel gefällt mir ganz gut, mit dem ganzen Müll und dem Unrat darin, der uns ja mit allem gezeigt wird, was da so wichtig ist, der ganze Dreck, da haben wir so eine Umkehrfunktion. Hier wird der Dreck nämlich wieder erhoben zu etwas Wichtigem. Und die Funktion von diesem Dreck ist immer wieder dieses Zubetonieren, das dich abschneiden, von den wirklich wichtigen Dingen. Und da sind wir bei der Verhinderung wieder, was ich vorhin Deutschland im Belagerungszustand genannt habe, dass diese Aufräumarbeit und die Entfaltung, mit der dann auch die Entfaltung des Einzelnen ja verbunden wäre, ständig behindert wird. Ja? Also könntest du auch sagen, mit Kacke zugeschüttet. Ja? Das würde auch passen. Ja, ist so. Also, die wird ständig behindert. Da hast du dann diesen nehmen wir nochmal, mir gefällt dieses Bild von dem Belagerungszustand sehr, sehr gut. Das ist der Belagerungszustand im Einzelnen, der dann bewirkt, dass es kollektiv, massenmäßig nicht zu einer Balance oder zu einem Umkippen kommen kann, dass sich etwas ändert. Also da arbeiten diese Todeskräfte auch gegen die Lebenskräfte. So fasse ich ganz aus der Adlerperspektive auf was momentan passiert. Ja, es ist der Bewusstseinskrieg. Das ist super, was du sagst. Nur kommen wir zu einem ganz wichtigen Punkt. Ja. Also erstens mal, ich weiß nicht, wer mir das geschickt hat. Ich sammle manchmal Sachen. Ne? Das Universum spricht zu uns und sagt, ich musste es dir unbequem machen, sonst hättest du dich nie bewegt. Gut, das wäre jetzt eine Verkörperung. Aber was ich so spannend finde, Frank, wir haben hier nicht einen Kampf von Licht gegen Schatten oder einen Kampf vom lebendigen Natürlichen gegen diese nekrophile Welt, sondern das ist ja, deswegen gefällt mir das wirklich sehr, sehr gut. Weil nehmen wir mal an, ob das jetzt 1870 war oder schon vorher vorbereitet wurde, aber dass man uns sozusagen hier in diesen, ob das jetzt dieser Planet ist, ja, den sie uns da vorgaukeln, ich sage immer, mir ist es wurscht, ob die flach oder rund oder was weiß ich. Ich weiß nur, dass wir nicht wie durchgeknallte, ausgelieferte Schimpansen irgendwie hier in einer Kugel sitzen, die wie rasend durchs Weltall knallt. Das kann nicht sein. Also was auch immer es ist, vielleicht ist es ja auch so, dass wir eben hier, ja, hier wirklich 1870 vielleicht erst abgestellt wurden, aber vielleicht auch vorher schon, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall, was wichtig ist, ist, hier findet der Kampf statt, weil es hier ja auch immer enger wird. Das ist wie die Plazenta, die immer enger wird. Es ist kein Platz mehr hier. Vielleicht auch, weil sie uns da einige reingestellt haben, die gar nicht reinkören. Das kann ja auch noch sein. Also keine Ahnung, was sie da alles reingepfropft haben. Aber auf jeden Fall, das wird jetzt toxisch. Ne? Also deswegen, es wird an der Zeit, das zu verlassen. Ah, du meinst, das Milieu wird... Das Milieu wird, genau, wie die Plazenta. Ja, und da wären wir bei deiner Zyklik. Da spielt's nicht mehr. Du kannst hier ohnehin nicht verweilen. Wenn du natürlich hier in deinen Kinoplätzen sitzt, im Sense-Around-Kino und wie gebannt mit dieser Linse, durch die Krümmung, das hatten wir heute mit Michael. Dann gehen wir in Richtung Neugeburt, Katharina. Ja, das ist die zweite Geburt, die Individuation, weil du gehst hier nicht als Baby durch, du gehst als, das ist die zweite Geburt. Die Individuation, wie man es nennt, weil du wirst erwachsen, du wirst erwachsen, ja, du schreibst deswegen sage ich als Neugeburt. Ja,
Ja, genau, hier durch. Und ich sage immer, das einzige Wesen, das Veränderungen freiwillig herbeisehnt, ist ein Baby mit angeschissenen Windeln. Da wären wir wieder bei deinem Müll. Weil niemand bewegt sich freiwillig. Pluto, der drängt dich hier durch. Du hast da keine Ausweg. Du kannst natürlich hier sitzen und sagen, ich sitze hier ganz bequem im Sense-Around-Kino und schaue nach draußen und schaue mir das ganze Spektakel hier draußen an und meine, das ist die Realität. Da schwebt die Nutella und der Kühlschrank und Ding und du weißt schon, der ganze Plastikmüll, was ja bezeichnenderweise aus China kommt, aber aus dem von Japan besetzten, aus diesem andere China, genau, ja. Dieses Pop-China, genau. Ja, ja. Und du kann, genau, und aber ich denke, mittlerweile sind die nicht mehr bequem in ihren Sitzen hier im Kino mit Sense Around. Das Programm spielt nicht mehr gut, es ist überall schon Ausfälle, ne, und so weiter. Ja, nur weißt du, Katharina, ich verstehe dich, ich bin voll bei dir. Was ich aber so nach meiner Woche Urlaub mich so frage, ist, warum hier? Also es gibt wirklich Lebensqualitäten zwischen dann, ich nehme jetzt in dem Fall Ungarn, wahrscheinlich gibt es auch noch eine Menge anderer Länder, die entspannter sind, und uns. Es ist, warum hier, verdammt? Mhm, also hier ist es hart, es ist wirklich mittendrin, im Fokus, ja. Wir sind im Herzland. Und es ist nur unter diesem Druck möglich, dass sich die Herzkraft der Menschlichkeit entwickelt. Das ist der Diamant. Hier drinnen wirst du gepresst. Kennst du diese Gedichte von dem, wenn wir schon bei den Gedichten sind, von diesem Unglaublichen, der Prophet und so weiter, Kalim Gibran? Ja, klar, geiler Typ. Was er über die Liebe, sie malmt dich, sie knallt dich. Also ich habe, es ist ein wunderschönes Gedicht über die Liebe von Kalim Gibran, der Prophet. Da wird das beschrieben, wie du gemalmt wirst und geschüttelt wirst und dann wirst du ausgespuckt auf dem Strand. Nackt. Es ist unglaublich, wie das beschrieben wird. Und das ist genau was mit der deutschen Seele passiert, was mit jedem Einzelnen von euch passiert. Es wird unter diesem Druck wie ein Diamant und da wird die Herzkraft der Menschlichkeit geboren. Beziehungsweise sie wird nicht geboren, da sind wir wieder bei deinem Bild, sie wird wiedergeboren. Da sind wir bei der Wiedergeburt. Ja. Sie wird wieder, du erinnerst dich wieder, aber dafür braucht es diesen Druck. Aber hab keine Angst. Das Gedicht ist zu lang, sonst hätte ich es mal vorgetragen jetzt. Aber da gibt es die eine Stelle. Du wirst gemalmt und wie heißt das? Hast du es gerade vor dir? Ja, sag an. Was, du wirst gemalmt. Die Liebe wird dich, wenn du verschwinde vom Dreschboden der Liebe, wenn du nur die Harmonie suchst. Hast du es vor dir, den einen Teil? Ich glaube, das ist der Schluss, oder? Doch, hier. Aber wenn du in deiner Angst nur die Ruhe und die Lust der Liebe suchst, dann ist es besser für dich, deine Nacktheit zu bedecken und vom Dreschboden der Liebe zu gehen, in die Welt ohne Jahreszeiten, wo du lachen wirst, aber nicht dein ganzes Lachen und Weinen, aber nicht all deine Tränen. Liebe gibt nichts als sich selbst und nimmt nichts als von sich selbst. Liebe besitzt nicht, noch lässt sie sich besitzen. Denn die Liebe genügt der Liebe. Und glaube nicht, du kannst den Lauf der Liebe lenken, denn die Liebe, wenn sie dich für würdig hält, lenkt deinen Lauf. Liebe hat keinen anderen Wunsch, als sich zu erfüllen. Ich muss jetzt doch lesen, weil es total geil ist. Ja? Aber wenn du liebst und Wünsche haben musst, sollst du dir dies wünschen. Zu schmelzen und wie ein plätschernder Bach zu sein, der seine Melodie der Nacht singt. Den Schmerz allzu vieler Zärtlichkeit zu kennen. Vom eigenen Verstehen der Liebe verwundet zu sein und willig und freudig zu bluten, bei der Morgenröte mit beflügeltem Herzen zu erwachen und für einen weiteren Tag des Liebens Dank zu sagen, zur Mittagszeit zu ruhen und über die Verzückung der Liebe nachzusinnen, am Abend mit Dankbarkeit heimzukehren und dann einzuschlafen, mit einem Gebet für den Geliebten im Herzen und einem Lobgesang auf den Lippen. Kalil Gibran, 1883 bis 1931. Jetzt hast du deine Antwort. Jetzt hast du die Antwort, Frank. Warum die deutsche Seele? Weil die Liebe sie gewählt hat. Deswegen, nicht umgekehrt. Darf ich den Anfang lesen? Das ist nämlich tatsächlich. Das sagt ich bin alles. Jetzt irgendwo reingesprungen. Ja, klar. Das macht nichts. Das ist wichtig. Du hast den einen Teil gelesen. Ich lese den Anfang von der Liebe. Mach. Wenn die Liebe dir winkt, folge ihr. Sind ihre Wege auch schwer und steil. Und wenn ihre Flügel dich umhüllen,
gib dich ihr hin, auch wenn das unterm Gefieder versteckte Schwert dich verwunden kann. Und wenn sie zu dir spricht, glaube an sie, auch wenn ihre Stimme deine Träume zerschmettern können, wie der Nordwind den Garten verwüstet. Denn so wie die Liebe dich krönt, kreuzigt sie dich. So wie sie dich wachsen lässt, beschneidet sie dich. So wie sie emporsteigt zu deinen Höhen und die zartesten Zweige liebkost, die in der Sonne zittern, steigt sie hinab zu deinen Wurzeln und erschüttert sie in ihrer Erdgebundenheit. Wie Korngarben sammelt sie dich um sich. Sie drischt dich, um dich nackt zu machen. Sie siebt dich, um dich von deiner Spreu zu befreien. Sie malt dich, bis du weiß bist. Sie knetet dich, bis du geschmeidig bist. Und dann weiht sie dich ihrem heiligen Feuer, damit du heiliges Brot wirst für Gottes heiliges Mahl. All das wird die Liebe mit dir machen, damit du die Geheimnisse deines Herzens kennenlernst und in diesem Wissen ein Teil vom Herzen des Lebens wirst. Und da den Rest hast du gelesen. Aber wenn du in einer Angst... Ne? Boah, ist das geil, ey. Ja, das sagt alles aus über die deutsche Seele. Und es sagt, denn es ist unsere Aufgabe, in die Liebe zu kommen. Und unser Geist führt uns. Wir sind geistabendländische durch Geistigkeit. Ich hau noch einen nach jetzt, direkt noch einen nach. Du musst das Leben nicht verstehen von Rainer Maria Rilke. Du musst das Leben nicht verstehen. Dann wird es werden wie ein Fest. Und lass dir jeden Tag geschehen, so wie ein Kind im Weitergehen von jedem Wehen sich viele Blüten schenken lässt. Sie aufzusammeln und zu sparen, das kommt dem Kind nicht in den Sinn. Es löst sie leise aus den Haaren, drin sie so gern gefangen waren, und hält den lieben jungen Jahren nach neuen seine Hände hin. Oder? Weißt du? Ja, ey, komm, sag. Sag du, ich merk's mir. Erst dachte ich, wir kommen ab, aber nein, wir sind mittendrin. Jetzt sag du. Ich wollte nur sagen, dass es bezeichnend ist. Wir hatten Rainer Maria Rilke und das ist von Kalim Gibran, das ist ein Araber. Also wir merken, dass das, was ich hier aufgezeichnet habe und worüber ich ja vorhin geredet habe, ne, ich finde das schön, dass ich den einzelnen Menschen auf dem Planeten, ich weiß ja nicht, ob das Planet, man ist schon so vorsichtig, dass ich denen auf der Erde, genau, ich komme ihnen näher. Der Araber Kalim Gibran, ja, spricht mir aus dem Herzen, er trifft es, ne? Und ich schaue mir diese chinesischen und koreanischen Serien an und es ist alles, also zwischen Rainer Maria Rilke und Kalim Gibran, man merkt die Geistesverwandtschaft. Ja. Auch wenn es vielleicht aus einem, das eine ist vielleicht mit mehr Färbe, das eine ist mit mehr Feingeist, das andere ist mit mehr Chuzpe. Wenn wir jetzt einen russischen hätten, dann wäre es mit mehr Herzschmerz, sicherlich auch mit Schmerzkörper, das ist auch, ja, ne? Ja, nicht umsonst. Ja. Nicht umsonst habe ich vorher davon gesprochen, dass seltsamerweise der Zugang für mich zu den einzelnen Menschen, ob das jetzt in Korea oder in China oder in Deutschland ist, der Zugang war für mich ich habe es vorhin beschrieben, in den Schuhen eine Weile zu wandeln und diesen Schmerz zu spüren. Aber ohne, dass ich jetzt in dem Schmerz untergehe, sondern weil du kannst ja nur empathisch mitfühlen, wenn du auch noch dein eigener Herr bist. Das heißt also, ich nehme es wahr und da wären wir wieder am Anfang, wo wir von den Reihenwiesen gesprochen haben. Weil was fühlen wir? Wir fühlen den Schmerz der Ahnen, den Schmerzkörper. Und wir nehmen ihn wahr, wir tun ihn nicht wegstecken, wir tun ihn nicht verdrängen, wir tun ihn nicht zubetonieren. Wir nehmen ihn wahr, wir haben Verbindung zu ihm, aber wir versinken nicht darin, wir werden nicht davon wie zugeschüttet, wie im Erdloch zugeschüttet, so wie unsere Ahnen, die da in den Rheinwiesen unten das Erdreich über sich gespürt haben, sondern wir haben die Distanz, wir sind so weit gekommen, dass wir so weit den Kopf aufrecht haben, dass wir uns das anschauen können. Wir haben nicht bis hier das Wasser oder wir haben jetzt die Möglichkeit, uns das anzuschauen und dabei uns aufzurichten. Und da wären wir wieder hier bei der Kuppel hier oben, bei dem Geist. Ne? Das ist der Beginn der Heilung. Das ist der Beginn der Heilung. Genau. Was du da eben an Verwandtschaft gesagt hast, jetzt zwischen dem Rilke und dem Gibran, dass derselbe Geist da durchzogen ist, das ist in deiner Zeichnung dieser Baumstamm mit seinen Ringen. Das ist die Verwandtschaft. Wir sind alle
Vom selben Holz geschnitzt, ja. Ringen, sag mal, merkst du was? Die, ich Ja, habe Ringe. vorhin die Ahnen, die wir erahnen Ja, und ja. wir ringen, wir ringen. Ne? Wow, Wir ringen um jeden weiteren Ring, der wachsen darf. Wir sind Herr vom der Ringe. selben Holz. Wir haben die Verbindung. Wir sind der Stamm. Wir haben die Verbindung runter in den Boden, in die Wurzeln, in die Alten, in die Altvorderen, die gerade jetzt auch wieder auferstehen dürfen, zum Glück, weil es würde ihnen ja verwehrt. Es waren ja alles immer nur böse. Ja. Genau, aber wir haben es nur hier. Hier in diesem, wenn, solange wir hier in diesem Appendix, in diesem Divertikel verharren, sind wir in der Mondlandschaft, sind wir in der abhängigen Kleinkindlandschaft, sind wir, ja, hängen wir am Fliegenfänger, wie die Turner sagen würde, wäre sie jetzt hier, aber sie ist ja nicht hier. Nein, Scherz. Also wir verlassen den Divertikel. Ob freiwillig oder notgedrungen oder einfach, weil es an der Zeit ist. Oder gezwungen wie durch Pluto. Oder weil es an der Zeit ist. Ja. Denn was ich nochmal mit auf den Weg geben möchte zum Ende, es ist vielleicht sehr lapidar, aber für mich sehr bedeutsam. Katharine, wir teilen dieselbe Sicht auf die Wissenschaft, Darwin und so weiter, die uns Geschichten von Materie und Kausalität und all diese Dinge, die wir jetzt auch in der letzten Moni-Sendung so erzählt haben. Und was William auch immer wieder gesagt hat, ist, dass die deutsche Seele eben eines ist. Sie ist andersdimensional, sie ist jenseitig, sie ist Energie, sie ist hier nicht fangbar, nicht zerstörbar, nicht einsperrbar. Und ich glaube tatsächlich, dass diese Generationen von Weltenlenkern, mit denen wir es jetzt noch zu tun haben, geglaubt haben, man kann sie zerstören, dass sie wirklich daran geglaubt haben, auch in der Brillanz ihres Intellektes. Aber dass das eben nicht zerstörbar ist. Wenn ich jetzt einen Harari höre dieser Tage, dann zeigt sich derselbe Geist im neuen Gewand, auch Schwab und Reset. Das ist, und Bewusstsein auf Festplatten bannen und Science Fiction. Das ist derselbe Geist in neuen Märchen. Das ist Darwin auf modern. Sie werden scheitern, weil es anders, weil es nicht zerstörbar ist und weil es sich immer wieder ausdrücken wird. Du kannst sein Erblühen verhindern, aber dann bist du derjenige, der immer wieder die Gewalt und die Energie reinstecken muss, während das andere naturrichtig wie von selbst blüht. Frag einen Apfelbaum, ob er es anstrengend findet, so viele Äpfel dranhängen zu haben. Nein! Na gut, kann man jetzt nicht verifizieren. Ich stelle mir das so vor, weil es von der Natur mit Rückenwind bedacht ist, ja, weil es naturrichtig ist. Ich komme jetzt noch drauf, ich möchte da jetzt, ich habe bis jetzt von diesen Parallelwelten à la Dieter Bröers oder so, ich schaue ja immer, solange ich noch keinen Zug, solange es nicht zu mir kommt, ja, oder eine Ahnung oder ein Zipfel oder irgendwas, thematisiere ich es nicht, weil dann sage ich, keine Ahnung. Aber es kommt zur rechten Zeit. Und ich habe jetzt für mich durch die Bilder, durch Kalim Schibran und dieses Bild, kommt für mich jetzt, wie das mit dieser Parallelwelt für mich sich schlüssig erweist. Weil wir haben jetzt den Auftrag, das hier zu verlassen, weil es an der Zeit ist und Ja. uns und die Religio uns zurückzubesinnen Ja. und wieder uns zurückzugehen und verwurzeln. Und das kann durch einen, das geht wie ein durch einen Geburtskanal, geht das hier durch ein Nadelöhr. Ne? Das immer wieder habe ich mit Carsten Pötter viel gemacht über dieses Nadelöhr. Und die, die hier drinnen bleiben, das sind die, von denen hier Gibran sagt, aber wenn du in deiner Angst nur die Ruhe und die Lust der Liebe suchst, ne, dann verlasse den Dreschboden der Liebe. Ne? Und das ist genau, was mit denen passiert. Die bleiben hier drin und es stirbt ab. Das ist der Teil, der abstirbt. Er wird verwesen. Genau. Er wird verwesen, weil hier, das ist, als würde, wie beim Darmdicker-Divertikel, da passiert das nämlich. Ne? Sobald das hier verschlossen ist, abgedreht ist wie bei einem Luftballon, dann stirbt das ab, weil es nicht mehr mit Leben versorgt wird vom Strom. Das ist wie die Parallelerde, von der Sie da immer reden, oder der Genau. Und Parallelplanet oder das keine. Spiel, ich denke, das Spiel, was da läuft, ist zu versuchen, dass jetzt wie, es kann ja auch mit einem Divertikel anders ausgehen, dass du versuchst, das ganze Milieu zu verschmutzen und anzustecken. Das ist der Versuch, der da draußen läuft, ja. Genau, ja. Ja, allerdings auch, ja, da sind wir auch eben wieder dabei, ein Wesen, die Wesenheit, ja, sei es jetzt ein deutsches Wesen oder ein anderes, sind immer. Und das ist mir wichtig. Es ist immer andersdimensional, immer immateriell. Es ist
unsterblich. Es ist ein energetisches Lebewesen, was du hier nicht greifen kannst. Und damit sind diese Versuche, hier aus der Materie heraus dagegen zu gehen, vergeblich. Ja, ja genau, genau. Vielleicht ja. Nochmal, ja? Du, den Artikel, ja, den Link zum Artikel habe ich dir geschickt, weil tatsächlich da sehr, sehr viel beschrieben, also ich muss ja lachen, da hat jemand einen Artikel über mein Video von damals geschrieben und alles, was ich damals recherchiert habe, steht in den Artikel drinnen und das hat sehr viel Symbolik mit diesem Zement und dem Blut, wie sie das benutzt haben. Und da ist sogar das mit der Firma Cemex und so drin. Das ist vielleicht nicht okay. Uninteressant für den einen oder anderen, das nachzulesen. Und ich habe Khalil Gibran über die Liebe, habe ich auch jetzt rein, können wir ja in den Telegram reintun, damit die Leute das nachlesen können. Weil ich denke auch, also überhaupt der ganze, der Prophet, das ist sehr zu empfehlen, das ganze Büchlein, da steht auch über die Kinder und so weiter. Die Kinder sind nicht eure, ne? Ihr seid, ja, auch sehr schön. Ja, das ist, es ist wunderschön. Also das ganze Gedichtband ist wunderschön und das zeigt, wie wir diesen Geist überall haben. Und ich meine, wir haben die Welt interpretiert durch diese Medien und deswegen haben wir solche, was erfahren wir von China? Von China erfahren wir nur über dieses bescheuerte Punktesystem und dass es angeblich kommunistisch ist. Seitdem ich da diese Serien schaue, merke ich, es ist amerikanischer als zum Beispiel südkoreanische Serien, wobei Südkorea anscheinend offiziell sich an Amerika ausrichtet und China kommunistisch ist. Also es passt hinten und vorne nicht zusammen, sobald du mal in die Kultur einsteigst und dafür ist, denn seltsamerweise, dafür sind diese Produktionen, diese Fernsehen, die sind dafür gut geeignet, denn seltsamerweise bei denen ist das noch mit Tradition und Kultur gespickt, was bei westlichen Produktionen nicht der Fall ist. Das ist sehr spannend. Ich höre mir das alles im Original an, auf Chinesisch mit deutschen Untertiteln oder Englischen und ich erfahre so viel. Ich erfahre, dass ich mich denen näher fühle als diesen ganzen Schmiss, das mir tagtäglich begegnet, wenn ich irgendwie, also verstehst du, was ich meine? Westliche Geschichten, das ist für mich, das ist wie Fremdsprache. Ja. Wenn ich mir einen westlichen Film heute anschaue, dann habe ich das Gefühl, da gibt es keine Identifikationsmöglichkeit für mich. Ja. Ja, entseelt fällt mir dazu ein. Und dann betritt so etwas wie eine deutsche Seele wieder die Bühne, ne? Was passiert wurde. Genau. Sie wird sich manifestieren, ja. Genau, und die deutsche Seele, das ist mir so wichtig. Das ist nicht irgendetwas, was es irgendwann einmal gegeben hat, als Goethe, als Nietzsche nicht zu vergessen. Ne? Der wurde ja auch so diskriminiert, aber das ist ein ganz toller Geist. Also es ist nicht etwas, was einmal war, sondern die deutsche Seele ist in jedem von uns, in jedem von euch, in jedem Einzelnen ist sie lebendig im Sinne von, denn ein Goethe und ein Schiller und ein Fichte und wie sie alle heißen und Rilke, die sind alle hier in unserem Kollektiv, sind Klar. Sie mit dabei. Sie sind auch in dir. Das ist ganz, ganz wichtig, sich da zu erinnern. Ja. Ja. Ich habe langsam das Gefühl, dass wir soweit durch sind, oder? Wie siehst du? Ja. Es fühlt sich sehr, sehr gut an. Es fühlt sich sehr gut an, Frank, weil ich das Gefühl habe, wir sind der deutschen Seele mal von einer anderen Seite etwas näher gekommen. Es ist ja auch letztendlich nicht auf Deutschland beschränkt. Das ist ganz, ganz wichtig. Das hat sich überall ausgebreitet. Es war nur die Decke drüber, bis hin zur Betondecke. Ja, ja genau. Ich habe auch, und da darf jeder in seinem Umfeld schauen, das Gefühl, dass wir eine Renaissance erleben werden. Auch da wieder ein Wiedererleben, eine Wiedergeburt von Dingen, die uns fast vergessen waren. Ich denke an die Gartenlaube, wie die Nancy ja jetzt auch gerade die Gartenlaube, diese alte Zeitschrift, ausgräbt. Ja. Ja. Und wie ich verwundert feststelle, wie mir Leute erzählen von Gartenlauben, die Großeltern hatten. Jetzt, die wussten jetzt nichts von dieser Illustrierten. Ja. Und wie viel Kultur, wie viel alte Kultur da drinnen lebt, wie man damit gelebt hat, was man da gemacht hat. Das kommt alles wieder. Oder dass wir, da kann jeder für sich gucken zu Hause, dass man über Abendbrot mal nachsinniert. Oder über Brot oder generell die Bedeutung von Brot bei uns. Was mir auffällt, was wir hier, was ich auch typisch deutsch finde, was wir immer, wir treiben alles auf die Spitze. Fahr ins Ausland, hol dir Brot, naja, wird einen nicht so sehr befriedigen als Deutscher. Weil wir deutsche Backkunst, ja, ohne jetzt Chauvinismus oder so. Aber was wir aus Weizen mit diesem Forschergeist oder aus Dinkel dann machen, an Vielfalt, ist genial, ja.
Und ich glaube, wir Schrebergarten, wir werden eine Renaissance erleben. Oder auch Ordnung, ja. Ordnungsliebe. Ne? Ich habe von Dörfern erzählt. Und sich wieder versammeln, um, also wenn es tatsächlich so sein... Dorflinden? Naja, ich habe jetzt eher damit gemeint, also wenn es wirklich dazu kommt, dass es kälter wird und dass es also dass es weniger wird, dass wir mehr, also dann werden wir uns mehr wieder zusammentun und werden um das Feuer sitzen und werden uns Geschichten erzählen und werden das Brot teilen. Und dann, jetzt bin ich wirklich bei ganz archaischen Bildern, weil ich glaube, dass es, ich erlebe es hier schon mit meiner Familie, also mit meinen Kindern, wenn sie da sind. Und da ist es aber eher eine Frage des Bewusstseins, nicht weil wir so sehr im Mangel sind, sondern weil wir so im Bewusstsein sind, dass wenn wir miteinander sind, dass die kleinen Dinge, die wir teilen, unglaublich geschätzt werden. Und ich denke, da kommen wir wieder hin, ob wir dazu gezwungen werden oder ob wir das gerne machen und freiwillig. Und es wird sich finden, wer die Familie ist. Wenn das nicht die biologische Familie ist, dann wird es im Geiste sein. Und das passiert ja auch, Frank, das darf man nicht übersehen, bei unserem, zum Beispiel in Bad Hersfeld oder so. Wir müssen darauf noch hinweisen. Bad Hersfeld, unser Treffen. Denn das ist auch eine Art von Familie, ist auch eine Art von Seelenfamilie. Auch wir, wie wir uns gefunden haben, das war zuerst digital und dann physisch, tatsächlich, mit Marc auch, der mittlerweile auch öfter schon hier war und so. Und ich denke auch mit denen, die uns hier zuhören, ob sie uns jetzt schon physisch kennengelernt haben oder nicht, aber das ist auch eine Art von Seelenfamilie. Wir sollten noch hinweisen, was hat der Marc gesagt, dass sich bitte jeder per Mail anmeldet, damit er bis zum 30. August weiß, wer aller kommt, auch die, die sich schon im Hotel angemeldet haben, sollen bitte eine Mail schreiben. Wir geben die Mailadresse unten drunter. Einverstanden? Okay, das habe ich jetzt nicht so mitbekommen, das Ganze. Vielleicht geben wir den, wir haben ja noch ein bisschen Zeit, dem Marc dann auch nochmal Gelegenheit, das zu sagen, im Dreier oder so, der ist jetzt, ich glaube, im Urlaub erstmal. Er hat eine Sprachnachricht an uns hinterlassen und hat gesagt, er hat noch zu wenig Rückmeldungen, weil anscheinend nicht jeder, der sich im Hotel eingebucht hat, auch schon eine E-Mail geschrieben hat, weil das ist unabhängig davon. Eine E-Mail bitte schreiben an Marc, an diese E-Mail-Adresse. Lass uns das erstmal abklären, bevor wir jetzt dann öffentlich Sachen sagen, die vielleicht sogar für Verwirrung sorgen. Nein, das ist alles... Weil ich kenne jetzt die Telegram Gruppe. Ja, aber für die, die kein Telegram haben, die können auch eine E-Mail schreiben oder Telegram. Ja. Telegram oder E-Mail, genau. Dass wir nur die Info drunter geben. Okay, genau. Dass sich da jeder meldet. Dass man sich da anmeldet. Ja, es geht letztendlich, glaube ich, auch darum, über das Essen vom Ashram, gell? Dass das und zu wissen, werden kann. Genau. Und auch, weil wir nicht so viel Kapazität haben. Genau. Dass dann einfach klar ist, wie viele kommen und ab wann muss man einen Stopp einlegen, damit also man... Also ihr lieben Leute, ihr helft uns auf jeden Fall dabei bei der Planung, denn wir haben unterschiedliche Räume in diesem Ashram. Wir wollen den großen Raum nicht dazu buchen, der würde nämlich eine Menge Geld auch kosten für die Miete. Und wir wollen schon schauen, dass die Teilnehmerzahlen einigermaßen gedeckelt sind. Das ist keine große Veranstaltung, so wird überschaubar, richtig. Und wir die kleineren Räume nehmen können. Das sind alles auch, helft uns da bitte, sind alles auch Kostenfragen und wir arbeiten auf geringem Niveau. Ne? Seht ihr ja, 40 Minuten Zoom-Version. Und ja, dafür nehmen wir auch nicht Eintrittspreise dann, ja, oder so etwas, ja. Genau, also und das ist dann wenigstens da, ja. Ja, bitte. Genau, und das ist eine Möglichkeit eben für ein Treffen in der Seelenfamilie. Und für die, die es sich nicht leisten können, haben wir diese Sendungen, denn das ist auch ein Austausch auf einer anderen Ebene. Ja klar, bist du dran. Du kannst geistig partizipieren. Du hast, ja, brauchst dann nicht die Sachen einzuschalten, für die du Geld bezahlen musst, damit du nicht in den Knast kommst. Ja, ja. Ja, ist ja so. Das ist im Grunde Knastverhinderungsgebühr. Ja, aber ist gut. Ja, lassen wir jetzt. Ja, wir sind ja beim deutschen Wesen. Ja. Also ich glaube, sehr viele Begriffe werden auch eine Renaissance anführen. Ich freue mich darauf, die Sendung mit der Nancy. Wir haben irgendwann jetzt dann eine deutsche Wörtersendung oder so irgendetwas. Das dauert noch ein paar Wochen, wo man die Wiedergeburt von einigen Worten vielleicht feiern darf. Ja, auch William hatte ja da so eine Untergruppe, die die verlorenen Worte ausgegraben haben. Nach dem Krieg hat man uns ja 2.000, 3.000 Worte genommen. Warum sage ich das? Weil bitte jeder mal schauen soll in seinem Umfeld, wo er Anzeichen entdeckt, wo jetzt wieder so ganz langsam etwas vielleicht auch aufblüht oder neu oder Trendwenden da sind über die nächsten Monate. Eingedenk der Tatsache, dass uns ein harter Winter bevorstehen mag. Schauen wir.
Wir werden da sein, gell, Katharina? Wir sind da, Wir sind genau. da. Ja. Wir sind Also da. jetzt langsam Schluss mit Halligalli. Jetzt müssen wir wieder für die Leute reden dann. Ne? Ja? Da sein, begleiten. Und ich glaube, es ist dann auch der letzte Winter, der so hart da durchgeht. Ich träume ja immer davon, dass draußen eine Wende eintritt und ich dann mal mich zurückziehe. Und nur noch Spiri-Sendungen mache und sowas. Echt? Träumst du davon? Ah, also da kann nicht, ich nicht, nicht, nicht völlig die Bühne verlasse, aber Frank, spirituelle Sendungen machen. Bitte? Okay, darf ich dir an der Stelle sagen, träume weiter. Also ich weiß ja nicht, was du vorhast, aber ich kann nur sagen, ich spüre genau das Umgekehrte. Erzähl. Je mehr Menschen sich hier bewusst werden, was für ein Fake das Ganze war und wie sehr sie hier am Fliegenfänger hängen und was ihnen hier geboten wurde und was ihnen verwehrt wurde, ne? Denn das alles wurde ihnen verwehrt, dass sie eben Zugang haben zu ihrem Labsal der Liebe und so weiter, ne? Und zu diesem Getragensein. Je mehr hier aufwachen, ja, das wird das Drangsal, da kommt das große Drangsal. Ja. Das wird sein, und da brauchen die Menschen Unterstützung. Und ich weiß heute. Ja, wir sind da, warum, ich werde da sein, natürlich. Ich weiß, warum ich vor 6 Jahren aus dem World Trade Center rausgeflogen bin, warum ich aus dem ganzen Maya hier rausgeflogen bin. Weil ich das erfahren, erleben musste, damit ich aus meiner eigenen Erfahrung heraus einfach aus mir heraus sprechen kann, weil ich versuche ja nur Wörter und Bilder zu finden für das, wo ich durchgegangen bin. Nichts anderes tue ich. Immer wieder andere Sinnbilder und so weiter, ne? Und ich weiß, warum ich das mache, weil andere sind erst in diesem, also das klingt so erst, ich meine, andere kommen, wir sind an verschiedenen Stadien und manche sind hier gerade in der tiefsten Verzweiflung, weil sie gerade verstehen, was es bedeutet, wenn sie ihr Leben lang auf diesen Müll geschaut haben und der Müll hat ihnen nicht das gegeben, was sie sich erhofft haben, ne? Swimmingpool und Yacht und ich weiß nicht was, ne? Scherz. Ja, hey, doch, genau so ist es. Was heißt Scherz? Genau so ist es ja. Das waren ja die Lockmittel der Blase. Materialismus, Konsumismus, Bequemlichkeit. Das ist ein ganz klarer Weg, der da vorgezeichnet wird. Der Weg in die Materie. Das kann man sich auch mal religiös anschauen, ja? Auch wenn Sehnsucht. Sehnsucht. Hier sind die hier in den Stühlen sitzen und rausschauen. Das ist Sehnsucht. Eines Gier Tages ist das nicht Sehnsucht. Das ist Gier, durch die Regierung genährt. Beides. Ja. Frank, es ist auch Sehnsucht. Es ist diese Zelluloid Hollywood, das ist auch Sehnsucht. Ach, das schade. Ist Sehnsucht schade, dass wir zum Ende jetzt, aber das gehört ja bei uns dazu, da nochmal eine Meinungsverschiedenheit reinbekommen. Weil die Sehnsucht ist, aber das können wir extra machen, die ist bei mir positiv besetzt. Sie treibt von innen positiv an. Ah, Moment. Sehnen und Sucht. Nimm's auseinander. Wie viel Zeit haben wir noch? Sehnen ist etwas anderes als die Sehnsucht. Sehnen, du hast vor kurzem, du hast die Mondnacht zitiert. Darf ich auch noch mein Lieblingsgedicht seit der Kindheit? Oh, schön. Die Sternseherin Liese von Matthias Claudius. Ich sehe oft um Mitternacht, wenn ich mein Werk getan und niemand mehr im Hause wacht die Stern am Himmel an. Sie gehen da hin und her zerstreut, wie Perlen an der Schnur, in Rudeln auch und aufgereiht, wie Lämmer auf der Flur. Und funkeln alle weit und breit und funkeln wunderschön. Ich sehe die große Herrlichkeit und kann mich satt nicht sehen. Da sage unterm Himmelszelt mein Herz mir in der Brust, es gibt was Besseres auf der Welt als all ihr Schmerz und Lust. Ich werf mich auf mein Lager hin und liege lange wach und suche es in meinem Sinn und sehne mich danach. So möchte das ist wunderschön. Machen wir Schluss? Ja, machen wir Schluss. Das ist das, was du mit Sehnen meinst. Und Sehnen ist etwas, das wird größer. Das wird weiter. Hat mit Sucht meiner Meinung nach nichts zu tun. Ah, jetzt kommst du wieder an. Das stand so schön da. Okay. Lassen wir es? Belassen wir es dabei. War eine schöne Sendung. Es hat mich gefreut, mit dir diesen Spaziergang zu machen im Mond. Ja. Mondnacht. Ja. Immer wieder. War mir aber klar, dass das so schön abgehen wird. War mir klar. Ja. Okay, dann sagen wir gute Nacht nach da draußen an die Leute. Vielleicht war das ein und andere dabei zum Nachsinnen. Und ich bin sicher, es war nicht die letzte Sendung, die wir über deutsche Seele oder die Veränderungen da gemacht haben. Dann gute Nacht, ihr Lieben. Schlaft schön. Wir beenden jetzt.
Oh, warte mal. Ah, zack, zack. Da sind wir fertig. So, und jetzt hier. Ah. Oh, 1:37. Okay, ja, ja. Wir werden gleich abgeschnitten. Ah, ich glaube. Es nimmt noch auf. Ah, doch.